Pierre hat schon geschrieben. Oder ich muss mir mal kurz eine zweite Seemaschine kaufen von Mike, ne? Ja, ist gut, mach ruhig, Pascal, das kannst Nein, du ich machen, hab da vorher musst du mir nicht Bescheid. fragen, da musst du mir nicht fragen, du wirst jetzt schon Einen wunderschönen guten nichts Unnötiges Abend. Ach, kaufen. jetzt kommt das gleiche Gesülze wie jedes Mal, ne? Also einen wunderschönen guten Abend zu LS19 Landwirtschaftssimulator hier auf der PlayStation 4. Ja, nochmal auf der Karte von Rüdiger, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass er mich nochmal drauf lässt, ne? Der alte Herr, ja. Nein, Spaß. Also, heute sind wir, also das kann man schon den Titel lesen, heute sind wir als Bauer Manfred unterwegs. Jupp. Bauer Manfred wird ja heute richtig wühlen, aber so richtig. Der wird hier so Was richtig den Pascal aufwühlen und aufmischen. Der wird hier ein bisschen das will so ich ein erzählen? auf Digger machen. Das, oh nee, komm mir jetzt nicht mit diesem Wort. Digga. Wie Oh, geht's? tausend. Pricks. Eigentlich ganz gut, Pricks. Jetzt Genau, geht's gut. jetzt geht's schon wieder los. Du Ne? siehst ja, der kleine Tausend Jamie, Wort. der hat hier richtig die ganzen Hände voll zu tun hier. Der muss richtig arbeiten. Ach, hier ist noch die Tür offen bei den Eintrecker. Der Jamie muss richtig vertun hier. Ah, dann nehme ich Tun. mal hier den. Ah, Ach komm. Gott, ach Gott. Snoffstich habe ich schon wieder total vergessen mit meinem PlayStation-Namen. Oh, wie heiße ich auf der PlayStation? Dann Ich nehme nehmen den immer wieder grünen. gleiche Themen. Rudi! Ja? Nee, geht. Ich wollte gerade sagen, ich liege auf der Brücke quer, aber nein, ich bin. Och nö. Du kannst dich alleine befreien, Pascal. So, der Stahl ist schon voll. Ich dachte jetzt schon. Jamie, habt ihr Musik an? Ja, wer hat Musik an? Ist die Musik bei euch an? Das ist meine Schwester. Taya, machst du das mal leiser, bitte? Bitte, bitte, bitte? Sag mal, deine Schwester, das ist nicht böse gemeint, aber sowas dürfen wir hier nicht machen bei YouTube. Wenn die nämlich feststellen, dass das Musik ist, die wir die nicht zensieren, dann wird mein Kanal gesperrt. Deswegen darf im Hintergrund keine Musik laufen. Das ist nicht Kindergeschreie, ist egal, aber Musik lasst bitte raus, ja? Das ist nicht gesund. Ja, also Musik mache ich auf jeden Fall nicht da. Für uns ist das gar nicht brauchbar. Also das Musik ist nicht gut. Muss irgendein Feld angesät Copyright, werden? ne? Nein. Kümmerst du dich mal bitte um die Saatmaschine, Marlon, die Maissaatmaschine, die da bei Ja, dem die hole Feld ich da oben gerade. ist? Die Ach, hole ich die, die gerade Pascal holt kurz die noch. gerade. Pascal, sind die Felder jetzt alle fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig, aber ich muss mir trotzdem eine Einzelkorn-Saatmaschine holen. Hol ich Nee, mir aber gerade. ich wollte ja bloß fragen, wie die Zeit vorlaufen lassen. Dann kann Marlon nämlich anfangen, sein Feld da hinten zu ernten mit dem Mähdrescher. Deswegen wollte ich die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Ach, das kannst du auch so vorlaufen lassen. Ich brauch Ja, das ne? nicht. Nämlich, das Bei mir muss muss noch ich nichts unbedingt wachsen. Ey. Bei Mir muss Ja, da noch ich nichts muss wachsen. Ich speichern. bin Da noch tut so. mir leid, Jungens. Da tut mir sowas von leid. So. So. M So läuft Master automatisch 06, moin Speicherpunkt. Meister. Ja, moin dir. Ich hoffe, dir geht's gut, M Master 06. Freut mich, dass du wieder reinschaust. Master 06 hat hier auch eingeschrieben. Ja, ich grüße dich natürlich. Wir grüßen dich alle. Ja, genau. Wenn du jetzt auch bei Marlon drin bist. Auch der Bauer Manfred grüßt. Hey, hier ist der Bauer Manfred. Ha! Marlon, habe ich dir schon mal gesagt, dass du ein Schusswerk hast? Nö. Ja, komm, beleidige mich nicht. Ich bin der Bauer Manfred. Jetzt geht's richtig an die Wurst. Ja, Also und Jungs, immer schön aufpassen, Musik oder Jamie, auch bei dir da hinten, du musst deine Geschwister denn oh, sagen. die Tür ist Die Musik offen. ist laut, also das ist nicht gut. So. Musik muss raus. Hier ist der Bauer Manfred, was geht ab, Alter? Oh, es wird dunkel, ich hab Angst. Rüde, Mann. Rüde, ich Pascal, hab bist du am Angst. Haus? Pascal, bist du am Haus? Nein, ich bin gerade auf dem Weg zum Haus. Denn wenn du fahr mal zum Haus und geh mal pennen. Geh mal Ja, das pennen. dauert aber noch. Ja, ne? Pascal? Bitte, Weil das gerade ruckelt. ich muss mir gerade vorstellen, wie jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du gehst jetzt pennen. Also so richtig so Bestimmungsbefehl. Du gehst jetzt pennen. Oder Jamie ist richtig dabei mit seinem. Ist eigentlich.
Ja, im Dunkeln ist es ein bisschen komisch, ne? Nö, wieso? Naja, die Nehmerstand ist ein bisschen dunkler, deswegen gleich. Ja, die ist dunkel, aber man hat ja Scheinwerfer am Trecker, wenn man fährt, also das geht immer noch. So, Marlon, mein Bester, und du kannst dir ja dann mal dein Mähdrescher schnappen und kannst dir alle vorbereiten für dein Feld da unten. Nein. Oh, Rudi, hältst du mal die Zeit an, dann gehe ich mal Heier machen. Ja, mache ich. Hast du Pflanzenwachstum auf an? Hast du geguckt? Ja, hab ich. Ja, dann musst du die Zeit mal anhalten. Hab ich gemacht. Ich bin gerade mit dem Trecker hingefahren zum Drescher. Das ist gut. So. Ich stell den mal hinter den Drescher. Ja, passt auf, der. So, jetzt bestätigen wir alle mal. Nee, Pascal, ich möchte nicht, dass du schlafen gehst. Seh zu. Seh zu. Seh zu. Habt ihr das gehört? So, Schnopf, ich werde dir mal schnell jetzt hier in den Stream reinschreiben, wie ich auf Dings heiße, und du suchst mich mal darunter, okay? Ja. Dein Maisfeld wächst und der andere war noch nicht fertig. Sehen und jetzt hat er hier alles über. Dann ist egal, Pascal. Pascal, dann ist egal. Das ist nicht so schlimm. Wenn das eine Feld auch noch nicht so fertig ist, dann ist überhaupt gar kein Thema. Mantaya! Kannst du mal aufhören, so zu schreien? Wie alt sind denn deine Geschwister? Meine Schwester Taya, die ist 8, meine Schwester Lenaya, die ist 4. Ja, müssen sie sich eigentlich schon. Also, ich meine, mit 8 habe also hab ich mich schon benommen. Mit 8 wusste ich schon, wie es ging. Mit 8, ja, sie ist die Hälfte. Marlo, mal ganz ehrlich, ich habe lieber Kindergeschrei hier im Stream als irgendwelche Volltonis hier, was weiß ich, irgendwelche Ausdrücke von sich geben. Ja, hast schon recht, also Musik, so ist ja wegen YouTube leider, ne? Ich hab, weißt du, Marlo, ganz ehrlich, ich hab lieber Kindergeschrei um mich als irgendwelche blöde Musik hier im Radio läuft. Ich höre ja auch gerne Kinder, ne? Weil ich bin ja selbst noch einer. Ein bisschen, ne? Ich fühle ein bisschen Marlo, mit. Das hast du selber gesagt jetzt. Ja, ich fühle es noch selber. Durch den Autismus fühle ich das selber, ja. Rudi, so, das nächste, was die Kühe brauchen, ist Stroh. So, ja, genau. Genauso ist das, Jamie. Genauso ist das. Ah, du weißt doch, da unten dein Feld bei 59. Bei 59 das Feld. Ab zur Ernte. Genau, im Master 6. Und jetzt kommt der Bauer Manfred. Herr Rüdiger, wohin muss ich? Habe ich gerade eben gesagt, du musst mir ab und zu mal zuhören. Bei 59 unten. Ich habe mir die Karte. Wo ist die 59? Ah, die ist ja ganz unten. Das war neues Auto, Jamie? Aber ich ist wieder da unten. Nee. Der Shishu ist ja gestern da drüben. Achso, den weißen normalen Transporter. Ja, wie findest du? Eine kleine Schlangenlinie. Ich klemm automatisch alles ein. Lalalalala. Alter, es ruckelt hier ein bisschen, ne? Es ruckelt hier ein bisschen, also es geht mir gar nicht. Ey, Marlon, machst du Strohablage an, Marlon, ja? Was hab ich an? Wer hat meinen Traktor geklaut? Beim Ernten? Das war bestimmt der Pascal, der klaut, der hat letztens den Trecker. Jamie, der nimmt dir einfach einen anderen Traktor da unten, der muss den anderen holen. Den hat bestimmt Marlon mitgenommen, den Trecker, aber das ist nicht so schlimm. Meinst du den, der Traktor, der vorne im Anhänger war? Ja. Ja, den hab ich nicht geklaut. Herr Süße, hab ich doch gesagt, der Pascal Zeise. Ich bin nur ein bisschen bürgerlich. Ich bin der kleine Manfred. Julius Pinguin spielt gut. Ach so, du meinst, das fällt dann da. Pascal, das ist nicht so schlimm. Da ist er so noch nicht beim Ernten. Das kann ruhig allein. Lass ihn mal fertig machen. Das fällt, das ist nicht so schlimm. Ich mach das Feld fertig. Ich mache das ist gar kein Problem. Wie ich meine Opfer fertig mache. So, nicht Spaß. Also
Rüdiger ist nicht Feld 1 und 2 ein bisschen unnützlich, weil da kommt man eigentlich gar nicht rauf, habe ich letztens auch gecheckt. Feld 1 und 2? Kommt man hier drauf, weil letztens, wo ich auf meiner Karte war, konnte ich auf Feld 1 und 2 nicht drauf. Ach, du meinst auf die Quadranten 1 und 2? Mhm. Ja, nee, das ist Blödsinn, das ist Gebirge da alle, das ist nicht so schlimm, da muss man auch gar nicht rauf. Wolltest du noch Zuckerrohr und Kartoffeln mit drauf haben? Ja, ne? Ja, warum nicht? Wir machen alles, Pascal. Dann muss ich mal der Marco ist wieder da. Schön, Marco, dass du wieder da bist. Siehste, Marion hat sich mit Marco verabredet. Die Marion ist da und der Marco ist da. Beide wieder angekommen. Ein paar Sachen. Zuckerrohr und Kartoffelmaschine kaufen für den Ball. Musst du auch. Ja, okay, ich fülle vielleicht gerade eine Mischration ein, aber es wird ja wohl nicht zu schlimm für die Kühe sein. Hast du schon die Trophäe Kühe züchten? Nein, hier ist doch. Ja, die habe ich schon, natürlich, aber ich muss die jetzt nicht. Ich finde die total schwer, ich krieg die nie. Aha, da ist ja das Feld. Dann macht das der Bauer Manfred mal fertig. Mal gucken, kann man auch in Multiplayer-Trophäen verdienen? Nein, ja. Ah, nee, das geht, nee, stimmt. Ja, das geht bloß im Einzelplayer. Schade. Hallo Player, Kicker, schön, dass du da bist. Ich bin der Bauer Manfred. Sonst hat sich bestimmt bei dir die Trophäe verdient mit den Kühen. Alles gut, Player Kicker, schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Chat, genau. Ich bin Julius. Fendt ist mein Lieblingsmarke, auf jeden Fall. Sag, wie ist Hulk. Julius Oppermann, ich grüße dich auch. Wunderschönen guten Abend dir. Da war, naja, was soll ich sagen, John Deere mein Lieblingstraktor, aber jetzt ist tatsächlich wieder mein Fan. Wenn euch natürlich der Stream gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wie gesagt. Wir werden auch noch später auf meine Karte gehen, denn wir machen heute ein bisschen länger Stream. Sind die Felgen gelb, hat der Bauer kein Geld. Ich hab's ja gesagt. Wo kommt die Mischration, mein Film? Ist ein bisschen länger. Ist irgendwo hinten? Na ja, Mischration. Und der ist das Schlimmste, was du kaufen kannst. Was? Genau. Und der ist das Schlimmste an Traktor, was man kaufen oder spielen kann. Was? Also ich hab schon der, ja. Ah, John Deere ist Müll. Naja, was heißt Müll? Manche spielen gerne John Deere. Ne? Ich meine, für mich ist aber das mir auch nur Pascal, aber. Bei mir wundert. Genau, das wundert mir meistens. Beim Pascal ist meistens alles Müll. Wie viel Mischration nimmt die Kühe? Die nimmt einiges. Bei mir muss der Traktor grün mit roten Felgen sein, dann passt das. Also bei Marco, Johnny und Case, das sind seine Lieblingsmarken. Ja, sind typische Marken für Amerika, das ist ganz normal. Bei mir geht ohne Fett gar nichts. Bei mir auch nicht, Pascal. Bin ich mit dir einer Meinung. Und bei Pierre natürlich Klaas, ne? Ist klar, so hat jeder seins. Aber Klaas ist auch eine schicke Marke, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ich fahre also auch Klaas, ja. Mir geht's gut, Leute, ist da ein schöner Player Kicker. Dankeschön natürlich. Und der Bauer Manfred ist weiter am Start. Was geht Brigade ab? Ich bin der Bauer Manfred. Muss man erstmal gucken, oder geht das da hinten rein? Das wäre noch schöner. Ich muss das testen. Ja, das ist das Schlimme. Das sag ich auch. Also auf Konsole ist der Johnny hier nicht zu gebrauchen. Oder besser gesagt, weil man ihn ja auch nicht richtig aufbauen kann. Ne? Man kann ja mit dem Johnny nicht anfangen, weil der kostet ja viel zu viel Slots, der Scheiß. Johnny ist richtig Slot belastet, ne? Das ist eben so. Und bei uns, ja, wir haben eigentlich bei uns alle, wir haben bei uns viele New Holland hier, die hier rumfahren. Die fahren hier ganz schön viel rum. Bei uns jetzt im Live, ne? Im Normalen, ne? Aber hier haben irgendwie noch was. Ja. Nicht richtig, das ist falsch, was ich jetzt hier mache. Kein Hexen. Was machst du? Warum? Ich war weit weg von den Kühen, aber konnte dort schon. Ja, ich weiß, das ist ein blöd gemacht bei den großen Ställen. Das ist richtig doof gemacht. Aber schön vollfahren, ne? Die müssen bis voll gefüttert sein, die Kühe, ne? Alle Ställe. Da musst du dann so lange fahren, bis die nichts mehr annehmen, ne?
Ja, ja, Rüdiger. Also, ich habe fast die Kühe hier schon voll bei dem großen Stall. Den ersten. Dann ist gut, dann ist super. Rüdiger. Ja. Bin heute Linie also, SP16. Also die benötigen auf jeden Fall 3 Anhänger voll. Bin heute die Linie SP16 gefahren und habe eine schreckliche Erfahrung gemacht, dass die Linie SP16 nur jetzt noch von Bottrop Zoop nach Essen Hauptbahnhof fährt. Also nicht mehr vom Moviepark nach Essen. Heißt, die fährt keine 92 Minuten. Das macht jetzt eine andere Linie. Ach so? Es wird alles umgesetzt. Also die, es kommen jetzt neue Linien wieder dazu. Wie gesagt, die 267 ist eine neue Linie, die fährt jetzt nach Moviepark von Bottrop Zoop. Also das ist auch ein bisschen neu für mich. Im Moment kriegen wir ganz schön viele neue Linien rein. Also Nordrhein-Westfalen kriegt da wieder ganz viele neue Linien bei der Weste, bei der Festische oder bei der Burgestra. Es ist viel, viel, viel Umplanung und so. Mhm, und jetzt wieder auch noch am Dortmunder Bahnhof. Aber vielleicht bekommen die großen Stellen ja auch bald ein Update. Man müsste eigentlich, glaube ich, nur ein Feedback dazu geben, dass... Jetzt das ist es noch so. Glaube ich, jetzt wird das dann irgendwann mal gelöst. Jetzt ist es auch noch so, an Dortmunder Hauptbahnhof, da wird unten unterirdisch die U-Bahn-Bahnhöfe werden vergrößert. Also auch eine große Baustelle unter Dortmund. Irgendwie ruckt das gerade extrem. Ja. Dortmund hat aber auch wir was sind vor. Eigentlich bloß 4 Mann auf der Karte. So, ich weiß nicht, habt ihr meinen Namen vorhin lesen können? Ich habe gar nicht mehr auf den Stream geguckt. Ich habe vorhin meinen PlayStation-Namen reingeschrieben. Kann einer von den Moderatoren mal sagen, ist der angekommen da irgendwie? Kann irgendwann, kann jemand zu Feld 59 kommen als Abfahrer kommen? 59. Der Pierre denkt über ein neues Projekt nach, Marco. Der macht ein neues Projekt. Also ich kann auf jeden Fall gar kein Abfahrer leider sein. Rüdiger? Ja? Ich bräuchte mal Hilfe. Ich bräuchte mal irgendwie einen, der mit dem Traktor kommt und das mal wegbringt hier. Ich komm. Mit einem Hänger und Trecker bringe, komme ich hin zu dir. Ich weiß ja nicht, wohin das dann soll, ne? Also, ich komm hin zu dir. Dann kannst du ja vielleicht als Abfahrer. Silo. Ja, nee, die anderen Stelle auch. Auch, Jamie, die anderen Stelle auch, mein Junge. Alle Stelle. Die anderen sind auch noch zu. Pascal, brauchst du den Trecker mit dem Flug noch? Ja, den brauche ich. Ich habe 2 Traktoren, brauche ich. Den einen habe ich. Ja, dann ist ja, dann ist ja, schon noch ein Ich meinte aber, wird gerade jetzt gehäckselt, weil wenn das Hexe gut. Wie gemütet, aber mein G-Adresse nicht weitergeben. Ah, okay. Oder wird gerade nochmal geerntet, weil das meinte ich, dass es dann ins riesige Silo kommt, wird, oder nicht? Ah ja, das ja, das ist richtig. Na klar, da kommt ins große Silo. Vielleicht würde ich aber ein Zeug ja jetzt nicht auf einfach so ins Silo kippen. Ich mache natürlich die Kühe hier satt. Sowieso weiterhin hier. Du sollst auch die Kühe satt machen. Dafür habe ich dich engagiert, mein bester Jamie. Sonst komme ich nach Österreich oder Schweiz. Wo warst du? Und wenn Papa und Mama sagen, dass du das nicht ordentlich gemacht hast in Österreich. Nee, alles gut, mein Bester. Mach mal die Tiere fertig. Viel Spaß, Rudi, von Berlin nach Österreich. Achim Schlottmann, grüße dich. Und Konrad, ich grüße dich natürlich auch, mein Bester. Schön, dass ihr da seid. Boah, ich würde auch mal so gern Gülle fahren. Gülle fahren ist irgendwie, da habe ich in dein Stream geguckt, da sah das irgendwie so cool aus. Ja, kannst du ja auch näher machen. Wenn Maler mit seinem Feld fertig ist, kannst du Gülle raufbringen. Da haben wir nichts gegen. Aber Maler muss erstmal sein Feld ernten. Und ich muss erstmal die Kühe füttern. Marlon, hast du mit Strohablage gemacht, mein Bester? Ja, ne? Marlon? Was ist Strohablage? Na, wenn du jetzt mit dem Mähdrescher fährst, dann kannst du anhalten und dann kannst du mit Strohablage kannst du dann anschalten. Oder wie musst du anschalten, weil ich den Stroh haben möchte? Ich habe jetzt so wie immer. Also wie immer. Du wirst oder pressen. Jetzt, du wirst das bekommen. Was du jetzt ja mit einer Hänge abholst. Steig mal ganz kurz aus der Mähdrescher aus. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Ich komm mal schnell hin zu dir. Ich komme aber dann nachher mit dem Trecker nach, aber erst will ich mal schnell zu dir in deine. Ja, ist richtig. Alles gut, mein Liebster. Du hast eine Vorablage gemacht. Alles gut. Mach ich doch alles immer. Gut. Alle Leute, Knochen.
Ist ein bisschen laut, aber ich versuche mich schon konzentrieren. Aber Das ich ist hab. ein Kind, Marlon. Siehst du, Ja, ich weiß. ich hab das gewusst, Pierre, kenn dich doch. Wenn du schon so heimlich da Bisschen, hinten also, tust, dann machst du doch wenn. was. Ich meine, wenn es nur so ganz kreischend ist. Ich kenne das ja eigentlich, aber so ganz, ganz so richtig, so wie eine Alarmanlage, dann habe ich das nicht so gerne. Da sage ich auch Ich finde meistens ein das bisschen schön. leiser, aber sonst kann ich das abhaben. Ich finde das schön. Ich finde das aber wirklich auch schön. Also für mich ist das gut, wenn so Kinder im Hintergrund rufen oder reden oder spielen. Finde ich richtig schön. Finde ich angenehm. Muss ich euch auch ehrlich Ja, sagen. Das finde ich nervt auch mich auch gut. gar Ich habe nicht. ja Das nervt nichts mich auch nicht. dagegen, ne? Ich habe ja Mich nichts nerven dagegen. andere Leute, die hier reinkommen und so einen Quark erzählen oder alles besser wissen wollen. Die nerven mich viel mehr, als wenn die Kinder da hinten im Hintergrund reden. Also das nervt mich gar nicht. Ah, ja, das ist ja genau das bei mir. Vor allem, ich habe Aber auch eine eigene Map. bisschen ist Da es wird dann die ganze halt, Zeit wie nur man Mais gehäckselt, gesät muss und ich dies und mich das erst und noch jenes. angewöhnen. Aber viele Leute fahren die ganze Zeit die Fahrzeuge ins Wasser. Ja, und das sind eben keine guten Spieler und das hasse ich. So was hasse ich. Ich meine, einen Unfall kann jeder machen. Ich bin auch kein, und alle, die mich hier kennen, die wissen das, ich bin auch kein Superfahrer. Aber man muss denn sich zu helfen wissen. Man muss das wenigstens sagen, dass man immer so viel Müll macht. Ne? Nicht immer so schweigen oder so. Ich bin auch nicht der hellste Fahrer davon ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, Marco, komm mal also langsam auf die ich. Karte und mach hier mit. Und Pierre auch. Mann, was macht ihr denn dahin? Ach, Pierre baut an einem Projekt rum. Ihr könnt auch mal ruhig hier mitspielen auf die Karte, die ich gebaut habe. Die ist nämlich gar nicht so schlecht, finde ich. Ne, Jungs, oder? Die ist doch gar nicht so schlecht, die Nee, die ist Karte. richtig schlecht. Hast recht. Siehst du? Mach Nein, die ist sofort alle, gut. die bei Marlon sind, sofort hierher kommen. Marlon Stream nicht mehr anschauen. War natürlich Spaß, ne? Bleibt bloß bei Marlon, ne? Also ich finde, dass es Spaß macht, mit Rüdiger zu spielen. Marlon ja auch, dann sagt er bloß, um mich zu ärgern. Marlon ja auch. Ich habe sogar gerne auch den Rüdiger auch immer wo immer anders. Gandalf, einen wunderschönen guten Abend. Und der Jakob Henkel ist auch da. Wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, euch beiden geht's gut, der Gandalf. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und Jakob Henkel dir auch. Rüdi. Ja. Der Jakob Henkel fragt, ob er mithelfen kann. Dann fragt mal den Jakob, oder ich kann ihn ja auch fragen, er hört mich ja auch. Jakob, heute ist das zwar sehr ungünstig, weil wir schon 4 Mann auf der Karte sind und Pascal kann überhaupt nicht bauen, wenn ich jetzt noch einen mit drauf nehme, mein Bester. Also ich will eigentlich, sonst passen ja 6 auf so eine Karte, ich weiß, aber dann hat Pascal nur zu rucken, er kriegt da nichts fertig gemacht. Deswegen ist mir das heute, wenn einer rausgeht, kannst du sofort rein, das ist kein Thema. Du kannst schon mal versuchen beizutreten. Du kannst ja mal die Mods runterladen, die du brauchst. Geh auf Multiplayer, dann geh auf Rüdiger 1210 und dann kannst du dir die Sachen gerne runterladen schon mal und dann halt dabei treten. Also gar kein Thema. Ich hoffe, du hast das alles mitgekriegt, was ich jetzt alles erzählt habe. Er hat schon geschrieben, okay. Und Dann ist Julius, gut. Opermann, ich, ja, So. ich habe das ein bisschen verstanden, was du meinst, aber ich weiß nicht, in welcher Richtung du das meinst. Mit irgendwie da Adresse und so und Bild, also nicht jetzt von mir, sondern irgendwie, dass du da schreibst, dass du irgendwie was dir passiert ist oder so. Ach so. Internet nochmal, dicke Jacke, Größe, Bäume. Ich weiß nicht, wo Pascal ist. Ich gucke immer auf den Keine Stream. Ahnung. Ich will immer antworten, aber ich komme gar nicht dazu, weil der Marlon redet. Also, Player Kicker, erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Und wo der Pascal Zeise ist, weiß ich nicht. Und Dankeschön für die Grüße von, wo ist denn der Patrick überhaupt hin? Dankeschön. Siehst du, ich lese nämlich immer so viel im Chat und deswegen sieht das so aus, als wenn ich hier besoffen durch die Gegend fahre. Aber eigentlich mache ich das nicht. Ich hab Also bloß. Julius, ich verstehe jetzt nicht, worauf oder wie wohin hinaus du möchtest. Auf welcher Karte spielt ihr? Auf der Niemandsland. Das ist die Niemandsland. Die kennt jeder. Ach Gott, dem geht's nicht so gut. Wieso das denn? Was hat der denn, der Patrick? Niemandslandkarte. Kennt jeder. Kennt jeder. Ey, pass mal auf. Komm raus aus deinem Trecker da, ey. Ich mach dich fertig.
Fahr weiter, du kleiner Strolch. Gib Gas, jetzt ja, komm hier. Mach dich leer. Ja, gleich, ich warte erstmal, ne? Achso. Heute bin ich nicht deine süße Maus, heute bin ich Manfred, Alter. Was willst du? Willst du Stress? Heute sind wir Manfred. Ich bin Manfred. Ein Tag als Manfred. Als Bauer Manfred. Super, erstmal könnt ihr euch ausruhen, wenn ihr Ferien habt, dann ist schön. So. Marlon, ich lasse dir den Hänger hier erstmal stehen, wenn du nachher zwischendurch Notlage hast und dann musst du ihn mir selber voll machen, da kriegst du auch hin, wenn man nichts. Aber Rüdiger, du kannst die Map nicht gut gestalten, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist sie funktional, ne? Man kann hier drauf spielen, das ist erstmal viel wichtig, doll wichtig, viel wichtig. Ach, wenn ihr meine Karte seht, nur Karten, dann... wo schon Felder sind in diesen Destiny Units, also so viel arbeiten möchte ich niemals. Wenn ihr meine Karte seht, die ist besser. Nee, die ist nicht schlecht, das stimmt. Da hat Marlon gar nicht so unrecht, der hat schön gebaut davon ab. Also, ich baue gerade an meiner zweiten Niemandsland-Karte. Mit dem besser oder nicht besser, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber ja, ja aber gut. Wenn muss wenn nicht sein. Aber mir gefällt seine Karte gut, also das hat er schön gemacht. Also ich boah, also ich habe hier auf jeden Fall einiges zu tun mit dem Kühl und so. Ja, weiß ich, du hast richtig viel Arbeit. Das ist mir klar, dass du richtig was zu tun hast. Julius, wir sind hier keine Postbank oder so, also wir brauchen jetzt keine Adresse oder so. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Manfred, wir sind hier auch keine Postbank oder so. Nee, sind wir nicht, Alter. Also, hast gehört, wir sind keine Postbank. Ne, Manfred? Patrick, jo, du musst dich mal Junge. Richtig durchchecken lassen, mein Bester. Hast du öfter, dass es dir scheiße geht? Julius, schreib mal irgendwie was rein, was hier zum Thema passt. Oder irgendwie was anderes. Gerade geht da auch ein ganz schwieriges Thema rum, ne? Ja, wir haben es gestern darüber geredet. Rüdiger, soll ich die Kühe gleich nochmal mit in den großen Ställen mit Wasser nachfüllen? Ja, natürlich, na klar, Wasser und Stroh, du musst reinfahren gesagt, zum Stroh, wo reinbringen, du wohnst, musst das du ist auch mit dem Stroh muss ich so oder so noch, aber als erstes muss ich den letzten kam. Der Marcel ist wieder da, schön Marcel, dass du da bist. Nicht böse verstehen oder so, aber ich mache hier ein Spiel und wir sind hier nicht irgendwie, wir sind hier nicht die Polizei und nehmen eure Daten auf oder so. Also, ich will dir mal was sagen, mein Bester. Oder machen also, wir das? PM Nein, Berger, ich möchte dir mal was sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer du wirklich so richtig bist. Das aber erstmal, Digga, diese Leute, die hier auf der Karte spielen, die benutzen diese Wörter gar nicht. Digga und so, das ist, finde ich, schon mal ganz gut. Das finde ich sehr, sehr gut, dass der kleine Jamie, der hier ist, und ey, der, Digga, und was der geht? Marlon. Und der Marlon, ich mag das Wort Digger nämlich überhaupt gar nicht, weil wir alle Namen haben und können uns alle ansprechen, wenn wir das gerne möchten. Ich sag ja auch nicht Digger zu Marlon, ich sag ja auch Marlon oder zu Jamie sage ich ja auch Jamie. Ja, okay, und Rüdiger, wir machen das mal anders. Ey, Digger, Rüdiger. Nee, das gefällt mir nicht, Marlon, ehrlich jetzt. Da habe ich ganz doll was dagegen. Ich möchte gerne, dass wir uns beim Namen anreden, so sind wir nämlich alle erzogen, dass wir die deutsche Sprache beherrschen. Ja, und wenn wir sowas, den Digger also, ist für mich nämlich kein Wort, das ist für mich nur nichts. Ja, gar nichts. Dann geh mal am Bahnhof, da hörst du es von den Jugendlichen überall. Dann kannst du dir ja meine Dinge dahinstellen, wenn du das gerne hörst, dann stell dich am Bahnhof hin und hör dir das an, aber hier möchte ich sowas nicht. Nee, auch nicht gerne. Also als Spaß ja, aber langsam, also irgendwann nervt es auch, muss ich auch sagen. Es nervt dann total. Es kann auch richtig nerven. Also Digger, den Namen mag ich nicht. Ich habe irgendwie einer, was dagegen, muss ich ehrlich sagen. Einer hat mir so damit genervt, dass ich ihn fast die Fresse ausgeschlagen habe. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich war kurz davor, ihn halt eine zu plümpfen für dieses Wort. Die ganze Zeit, Digger. Zu jedem mit darum frage ich ja jeden nach seinem Namen. Das mache ich ja nicht, weil ich ihn gerne mag, sondern weil ich ihm höflich anreden möchte. Und deswegen sage ich auch nie zu einem, ey Digger, komm mal ran oder so. Nee, warum soll ich das sagen? Dann sage ich schon, ey Marlon, komm mal ran. Weißt du, so komm mal ran da. Soll ich den Kühen Heu oder Silage geben? Du kannst alles reinmachen bei Kühen. Heu kannst du reingeben und Silage nicht, pure Silage nicht. Dann mach Mischration.
Also pure Silage. Ey, dicker Marlon, was geht? Ey. Also Milchrationen schon genügend. Also wie gesagt, Spaß können wir machen, aber dieses Digger, das muss aufhören, ganz ehrlich. Das ist das also Gras und Heu, Silage, Heupellets brauche ich nicht. Stimmt dir mit zu? Nein, das brauchst du nicht. Und also Milchration habe ich mir nicht schon voll bei jenen. Fehlt mir jetzt nur noch Stroh. Mhm, genau. Das ist gut. Schon mal, da schon mal die beste. Wenn du das voll hast, dann ist gut. Weil sonst wäre das ja noch, sonst würde das noch eine Stunde dauern. Bis ich Julius, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du möchtest. Oder wenn mindestens du, eine halbe Stunde, weil also irgendwann wäre es. Wenn du dir das hier angucken möchtest, dann guck dir das an. Und schreib nicht irgendwie so ein Zeug hier rein von irgendwie das und das. Oder die Welt ist ein Orkan oder so. Keine Ahnung was. Wieso, da hat Julius doch im Prinzip recht. Die Welt ist ein Orkan. Jetzt ist das Problem wieder. Ja, das stimmt, aber das habe ich jetzt als Beispiel genommen. Lade ich das Stroh genauso wie vorher ein? Ja. Guten Abend, Herr Kirmes Marlon. Ja, der PM Berger ist bei mir. Der Patrick ist bei mir. Schön, dass du da bist. Der Patrick, ja, ist ein ganz lieber. Er hat das ja auch nicht so gemeint, er hat der Bussu geschrieben, Digga. Luca T. kann man mitspielen, da musst du den Onkel Rüde fragen. Onkel Rüde, hier hat wieder einer eine Frage. Du kannst es doch selber beantworten, Marlon. Also, okay, ich beantworte es mal. Also, wir sind hier auf der Karte von Rüdiger, Luca T. Und, das ist nicht meine Karte, das ist die Karte von Rüdiger. Aber wenn du Rüdiger besuchen möchtest, Luca, dann gebe ich dir einmal hier den Namen ein. Er heißt nämlich Rüdiger 1210, ne? Genau. Ja, genau. Dann musst du mal einmal kurz zum Rüdiger 1210 rübergehen und dann kannst du ihn mal persönlich ansprechen. Als hättest ich kann das gerade nicht abladen, Herr Rüdiger. Warte mal, ich schau mal ganz kurz nach, was du da machst. Ich bin gleich bei dir. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das wohl so richtig ist. Wo bist du denn überhaupt? Bei welchem Stall? Bei dem riesigen Stall. Aber erst ich. Nee, aber heute geht das nicht. Also wie gesagt, heute kann hier keiner auf der Karte, wie ihr gehört habt. Weil hier im Moment irgendwie, ja, also Pascal ist am Umbauen und das ist auch nicht meine Karte, da müsst ihr auch den Rüdiger fragen und nicht mich. Ich bin nicht der Herrscher dieser Karte. Würde das meine Karte sein, würde ich ja heute ja sagen, weil hier gibt's ja viel zu tun. Aber ich würde auch nur Leute hier Rüdiger, rausbringen. Rüdiger, ist das so richtig oder falsch? Ich würde ja auch nur Leute rausbringen, die ich kenne. Ja. Und mach mal und weil das auch nicht mein Account ist und meine PS4 nicht. Mach mal ist, da die Seite zu. Habe ich ja schon so oft erklärt. So, auf jeden Fall im Prinzip, ich sag das mal, um an Marlon anzuknüpfen, hier darf eigentlich jeder mitspielen. Es ist aber jetzt heute nicht möglich, weil wir 4 Mann auf der Karte sind und Pascal baut um. Und wenn ich jetzt noch einen 5. raufhole auf diese Karte, dann hackt das und stockt das überall, dann kommt Pascal überhaupt gar nicht, dann wird er höchstens verrückt und haut mir näher welche rin. Also deshalb morgen und übermorgen könnt ihr gerne mitspielen, überhaupt gar kein Thema. Da freue ich mich sogar drauf, wenn ihr da seid denn, okay? So, jetzt halt mal an, fahr mal rechts rum und halt mal an. Jetzt guck mal, hier ist ein Tor, steig mal aus und mach mal ein Tor. Ja, Jakob Henkel, also ich weiß nur, du hast da halt fährst gesagt, du rein dass du und auf der anderen Seite, jetzt fährst du gerade durch und auf der anderen Seite dann wieder raus. Und hier vorne ist der Abladepunkt für Strom. Aber boah. Ach so. Das ist auch schon lange. Ja, das kannst du ja nicht wissen, darum sag ich dir. Irgendein Kommentar, gut. Jakob. Ja, weil Henkel, ich hab mich noch nie um so einen Riesenstall gekümmert. Das ist cool. Weiß ich. Das fährst du geradeaus durch und dann kannst du da Stroh abladen, ne? Oh je, Pi. Stroh. Oh nein. Zu weit vorne gewesen. Ich kipp Stroh mit noch die Alter Schwede. Ja, wir streamen beide doch öfter zusammen. Wenn Marlon hier auf meiner Karte ist, streamen wir doch immer zusammen. Wie viel Stroh die Kühe wohl nehmen? Ja, da musst du noch mal rein. Nee, das reicht. Das reicht. Der Stall ist voll. Das ist gut. Fast ein Hänger voll. Das ist gut. So. Lol. Jimmy, das weißt jetzt, wie das bei den anderen Stellen auch funktioniert. Das weißt, ne? So, das tut mir jetzt leid, Julius. Yep. Aber hier die ganze Zeit, wir sind... Nee, wie gesagt, wir sind keine Postbank oder so. Fahr doch gerade durch. Aber das muss da einmal sein. Also, das ja, weil ich muss auch das hintere Tor, glaube ich, schließen. Nee, das brauchst du nicht schließen. Da kannst du her machen. Wenn du mit allen Stellen fertig bist, gehst lang und machst die Tore alle zu wieder. Die laufen gar nicht weg.
Ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe noch nie 300 Sekunden gegeben. Hoffentlich merke ich mir das. Außer bei diesem einen, der mich beleidigt hat. Aber, Also, Lukas, mir geht's ganz gut, mein Bester. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, allen anderen auch, die jetzt hier reingeschrieben haben. Ich habe dann überlesen. Jungs, schreibt einfach nochmal rein. Denn wenn ich dann überlesen haben sollte, weil ich ja auch ein bisschen gucken muss und ernten muss. Und Nee, ich habe ja schon gesagt, Pascal, dass das schon viel sind. Also sonst gerne. Sonst seid ihr immer mit dabei, Jungs. Ich schmeiße hier überhaupt keinen raus. Wenn mitspielen möchte, der hat dann auch das, kann ja auch mitspielen. Aber heute ist das sehr ungünstig, weil wir schon 4 Mann drauf sind. Und dann hackt das. Dann kann Pascal nämlich nicht umbauen, dann funktioniert das nicht. Ihr wisst Bescheid, jetzt am Sonntag, also in 2 Tagen, werden wir wieder Omsi 2 spielen. Und auf jeden Fall fahren wir auf der Linie SB16 von Bottrop Zentrum bis nach Essen Hauptbahnhof. Genau. Jakob Henkel, einen schönen guten Tag wünsche ich dir, mein Dienstag. Schön, dass du da bist. Dass du dann nun wieder Bescheid wisst. Philipp ist da! Morgen Meister! Ja, morgen Meister zurück! Rüdiger, ist deine Karte morgen eigentlich nochmal online? Ja. Ja. Darf ich dann wieder mitspielen? Ja, natürlich, du hast doch gut gespielt. Wenn du gut spielst, bist du immer dabei. Da mache ich überhaupt keinen Abstrich. Du spielst doch ganz ordentlich. Wenn dir jetzt einer wie so ein Blöder über die Karte heizt und nichts tut, sondern nur dumm rumguckt, dann kann ich ihn nicht gebrauchen, aber du machst doch alles gut. Naja, ich heiz nicht, ihr sagt, ich arbeite. Der Rüdiger macht zum Beispiel gar nichts. Hey, bleib mal schön locker, ja? Ich mach nämlich was. Vielleicht beobachtet er uns, wie wir spielen. Nee, nicht immer. Nur wenn einer was eine Frage hat, sonst nicht. Nee, also beobachten ist, glaube ich, eher seine Arbeit von Rüdiger. Philipp, ich hatte das eben schon mal gesagt, Philipp, heute geht's nicht, jetzt geht's nicht. Wir sind 4 Mann auf der Karte. Jeder, der die Niemandslandkarte kennt, der weiß genau, dass die Karte dann hängt und ruckelt, wenn ich mehr drauf habe. Überhaupt, wenn einer jetzt gerade im Baumodus steckt, der kann nämlich nicht freihändig bauen, weil das überhaupt nicht funktioniert. Deswegen heute nicht. Morgen, wenn ich dann alleine bin, ich bin öfter alleine auf der Karte und keiner kommt. Und wenn ich dann mal, wenn wir viele sind, dann kommen alle. Ihr habt mein PlayStation-Account oder ihr habt mich abonniert und wenn ihr mich abonniert habt, dann wisst ihr sofort, wenn ich online bin, dann kommt einfach drauf. Dann kommt her und dann kommt ihr auch gleich, wenn ihr die Ersten seid, dann können die anderen eben warten, dann kommen die nicht drauf, ne? Aber das ist eben so, ich kann das nicht bei jedem machen, das geht nicht. Und Herr Rüdiger? Ja? So lange hat es aber gar nicht gedauert, bis ich deine Mods installiert habe. Nee, du warst relativ schnell dabei, du warst gut dabei, Jamie. Und ich habe auf jeden Fall weniger Mod installiert als wie. Weniger Mod installiert. Als wir singen wie installiert. Yuppie, yay. Hier braucht man ja bloß 29. Ich glaube, jetzt sind es 30 Mods, die du runterladen müsstest, wenn du auf diese Karte möchtest. Also, ich kann euch bloß den Rat geben, Jungs, wenn ihr mitspielen wollt oder öfter mal dabei sein wollt, die Mods ändern sich hier nicht. Wenn, dann kommt vielleicht ein Mods oder ein Mod kommt dazu oder einer geht weg oder so. Wer sich die jetzt runterlädt, wer jetzt auf Multiplayer genau geht, wie heute. Heute ist auch eine Mod dazu gekommen und zwar die genau. Genau, heute ist, ja genau, der ist dazu gekommen. Und wenn, dann ladet euch einfach die Karte, geht auf den Multiplayer, guckt nach bei mir, wenn ihr mir beitreten wollt, dann seht ihr da die Mods, die euch fehlen, ladet euch die alle schon runter. Hier ändert sich das nicht und dann könnt ihr dann morgen einfach mit Hallo, dazu ja, ja, Jakob Henkel, ich weiß, dass du noch da bist, war nicht weg. Ja, ich weiß noch, dass du da bist. Der Jakob war bei mir drüben, der hat mir bloß Tag gesagt und dann du ist er wieder abgehauen. Du weißt ja, ich weiß ja, dass du bei mir Moderator bist und so. Und wenn ja was ist, dann sagst du auch Bescheid, also von daher. Du warst beim Rüdiger, das weiß ich ja doch. Hast du aber bestimmt gefragt. Kleiner Schlingel.
kleiner Schlingel, Leute. Kleiner Schlingel. Schlingelitis. Genauso ist das, Lukas. Genauso ist das, Hasi. Nichts gegen Rüdiger. Rüdiger arbeitet immer. Also Marlon, das ging an deine Adresse, ja? Das habe ich ja gesehen. Das habe ich gesehen. Also also du bist, glaube ich, in Menschen beobachten bist du, glaube ich, viel besser aufbewahrt als in Arbeiten. Nee, ich weiß gar nicht, was der Zeise macht. Der ist jetzt bald genug Pullermann gespielt. Komm mal langsam wieder zurück. Pullermann. Pullermann. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, was der da hinten treibt. Du weißt genau, dass ich bloß bis um 10 Uhr auf der Karte online bin, also. Bis um 10, das sind 22 Uhr, oder nicht? Ja, ja. Also, Marlon, das habe ich ja gerade nicht gehört, ne? Du und Arbeiter, du hast ja gestern mehr rumgeglotzt und mehr Scheiße gebaut als gearbeitet. Ich hab gestern das Feld, das ganz große, was ich jetzt mache, habe ich angesehen. Ja, und nachdem ich dich mehrfach ermahnt habe, nicht so einen Unsinn zu bauen, sondern auch mal was zu tun, bestimmt. Nein, ich habe nach Arbeit gesucht und ich habe... ja, ich habe nach Arbeit gesucht, was geil. Genau. Alter, ich habe... Aber wie macht man eigentlich so einen kleinen Nein. See? Ich war ja wie in Jobcenter suche. Warte mal. das funktioniert, was Pascal dir jetzt erzählt hat, funktioniert nur auf der Niemandslandkarte. Jamie. Ja. Wenn du mit dem... Das funktioniert aber nur auf dieser Karte hier, ne? Wenn du mit dem Baumenü den Boden runtergehst. Die ganze Karte ist unter Wasser. Das heißt, die ganze Karte besteht aus Wasser. Unter. Okay. Ja, ich wollte nur Nitro C. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Corona? Das habe ich jetzt nicht getestet. Kannst du ja auch nicht, darum sagt Pascal für dir mich, das, ja? Also, wenn du meine Meinung hören möchtest, für mich ist Corona kein... Kein Wie tief kann man eigentlich überhaupt in so einer Karte runterbuddeln? Es ist ansteckend. Bis Wasser kommt. Ja. Hast du gehört? Du hast ja die Frage selbst beantwortet eben. Bis Wasser kommt. Du kannst runtergehen, bis Wasser kommt. Und dann ist Schluss. Meine Meinung zu Corona aber ist in anderen einfach, Karten dass die Beispiel. Ganze Situation stinkt. Dann, das geht also es wird zu übertrieben. Aber diese Karte ist gut gemacht. Darum ist die Niemandslandkarte auch so schön. Weil du hier wie gesagt, den Boden das, runtersetzen kannst. Wird ein bisschen übertrieben und so. Es ist einfach, jeder sollte eigentlich wissen, es ist eine normale also Grippe, wo eigentlich auch Menschen sterben. Und das ist dann halt. Das ist eine schöne Karte. Wenn man richtig. Guck mal, Jamie, und du hast auf der Karte hier zum Beispiel. Brauchst du dir so Dekoration und brauchst du nicht. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, Julius. Also, Dekoration war das Einzige, was ich noch installieren musste. Ja, aber du hast hier auf der Karte für dich selber. Ja, das ist jetzt nur, weil ich die hier brauche. Und zwar die ganze Karte selber. Der Modder hat die Karte so rausgebracht, dass er zu Anfang auf dieser Karte nicht steht. Julius, schreib mal Karte so, dass ich das verstehe. Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Ja, warte. Und zwar hat der Modder die Karte so aufgebaut, du kannst zum Beispiel, wenn du oben am Shop bist, oben beim Wald vorm Shop sind zwei gelbe Schilder. Die könntest du zum Beispiel entfernen. Damit entfernst du entweder die ganzen Bäume hier von der Karte oder du entfernst nur die Felsen. Deswegen sind es zwei Schilder. So, die Karte hat das, wenn du wirklich alles verkaufst. Also du hast hier am Anfang hast du 100 und ein paar zerquetschte Slots. Du anfängst, wenn du aber alles verkaufst, bist du bei 93 Mods. Also dann steht ja auch gar nichts mehr drauf, ne? Hier kannst du. So, der Modder hat das hier zugefügt. Du hast in jeder Kategorie, du hast hier eigene Tierstelle drauf, Deko, Gebäude. Du hast hier alles selber drauf. Also brauchst du nicht großartig was runterladen. Nein, musst du aber nicht, weil der Modder war ein ganz guter. Wer quatscht da gerade? Keine Ahnung. Das war bestimmt ein Freund von Jamie. Nein, von mir auf jeden Fall nicht. Von dir nicht? Dann war das Marlon. Nein, ich bin hier am Dreschen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir werden jetzt erstmal diese Maschine zurück machen. Ja.
Rudi, warte mal, haben wir irgendeinen in der Party, der hier nicht. Aber ich fand dieses, aber ich finde dieses Flüstern immer so angenehm. Das ermüdet mich gleich. Also davon kann ich sehr schnell müde werden, von angenehmen Geräuschen. Weil ich davon entspanne. Ja, genau. Player Kicker, das habe ich jetzt eben nicht gelesen. Ne? Der Marlon macht das gut. Der hat gestern zum Beispiel schön gearbeitet. Sonst ab und zu fährt er durch die Gegend so verpeilt. Das stimmt schon. Da hast du gar nicht so unrecht. Aber heute, gestern hat er schön gearbeitet, der Marlon. Ich bin nicht eingepennt. In Trecker. Nee, weil Player Kicker schreibt, du fährst oft durch die Gegend so verpeilt, sagt er. Und hat er mir gerade bei mir reingestreamt. Ja, auf meiner Karte habe ich eigentlich was zu tun, aber, ne? Na, hier ja auch. Also hier sind lauter Felder. Jetzt kann man richtig loslegen. Jetzt kann man überall ernten. Richtig geil, ey. Also, das kann das nicht langweilig werden. Also, ich könnte schon Güllefahrbereit sein, weil ich habe die Kühe jetzt alle versorgt. Ja, also Julius, ich glaube, wir spielen morgen wieder auf der Map, ja. Ja, alle drei Stände sind voll. Ich glaube, ja, ich bin da auch da. Nur halt Gras und Silage, das hast du ja gesagt, nicht, das Julius. Darf ich auslassen, wegen der Mischration. Also, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal den Namen. Also, die Karte gehört mir nicht. Die Karte gehört den Rüdiger. Und hier könnt ihr dann zu ihm gehen und Julius, dann kannst du ihn mal fragen. So. Ja, Julius war doch schon bei mir, der hat doch bloß nicht reingeschrieben, der hat bloß Tag geschrieben und ist wieder abgehauen. Gibt's schon irgendwas? Ja, da soll er mal auch fragen und nicht immer nur Tag schreiben. Nicht immer dieser anonym Anrufe hier oder so. Anonym Anrufe hat mir gefallen. Anonym, einfach nur Tag sagen. Er steht kann da mit schon irgendwie Gülle fahren? Nein, du kannst noch keine Gülle fahren, Güllefelder, die Felder sind noch nicht abgeerntet. Mein Jung, du kannst erstmal Stroh reinbringen in die andere Stelle, wenn du das gemacht hast. Da sind doch noch Schweine in den Stall da vorne, da müssen die nicht auch gefüttert werden. Schafe. Schafe müssen auch gefüttert werden, ne? Die sind auch da. Warte. Guck mal kurz. Meine Ach so, du wolltest. Ja, nein. Ich habe jetzt auch nicht anders verstanden, Klärkinger. Alles gut, mein Bester. Du hast mich auch gut verstanden. Aber er hat mir gefallen. Oh Mann. Ich und arbeiten. Ja, Kali, ich arbeite. Kali, also ich glaube, arbeiten von Rüdiger ist Menschen beobachten. Auch. Mache ich auch gerne. Oh, aber ja. Das gehört ja auch zum Multi. Pass mal auf. Ihr dürft ja auch nicht vertauschen. Das ist ja auch ein Multiplayer-Projekt. Und ich kann ja nicht nur zeigen, wie ich hier arbeite. Dann hätte ich ja Singleplayer machen können. Und wenn ich Multiplayer mache, dann kann ich ja auch mal zeigen, was die anderen treiben auf der Karte. Das ist ja eigentlich der Sinn des Multiplayers. Treiben? Was sollen wir denn treiben? Wir haben keine Mädels. Nee, ich wollte bloß erzählen, was hier der Sinn eigentlich der Sache ist. Nicht immer vertauschen die Sachlage hier. Also im Multiplayer muss ich ja auch... der Spruch war gut. Was sollen wir denn treiben? Wir haben keine Mädels. Rudi, kannst du mir einen neuen Hänger bringen? Ja, ich hol den weg. Dann steig mal aus und hol den weg. Wo bist du? Hey, komm, du hast gut aus. Ah, da ist er, guck mal, da ist er, der Rudi. Da ist er. Alter Junge, da bin ich. Hey, ich bin Manfred. Ich bin Bauer Manfred, alter Junge. Du, hallo? Hast du deinen Hänger schon voll? Ey, wieso hast du deinen Mähwerk da einfach abgeschmissen? Ja, weil ich hier reingemacht habe, aber ich bin neu. Ach so. Aber ich brauche einen neuen Hänger, ich bin immer noch voll. Ja, Mensch, ich fahr den weg, ich komm doch gleich wieder zurück. Wenn du nicht kommst, dann gibt's was. So geht Manfred mit seinen Kunden um. Klemkitz, einen schönen guten Tag. Mensch, guck mal, Klemkitz, wegen dir fahr ich gleich den Baum, hast du die gesehen? Oh. Gestern beim Krieger gegen das Silo gefahren, beim Alex Krieger. Ja, ich muss immer doch ab und zu mal bin ich doch ein bisschen verpeilt unterwegs. Und Felix, ich kann dich heute nicht in die Party einladen, weil das nicht meine Party ist. Und hier sind nur die Leute, die Hey Kirmes, bin wieder da. Auf der Karte bin sind. Wieder Deswegen hier. Ist das ein bisschen, du hast ja wieder über 100 Abos. Yo, Player Kicker. Ich habe gefragt, ob ihr morgen auch auf der Map spielt. Ja, Julius, da musst du wie gesagt den Rüdiger fragen. Ich habe dir jetzt hier auch den Namen verlinkt nochmal. Aber Rudi, die Beete hier im Garten, die willst du nicht ernten oder so, ne? Nein, die sollen immer so bleiben. Die sollen immer so bleiben, Pascal. Da kannst du anpflanzen, was du willst, die sollen so bleiben. Da wird nicht geerntet, das soll bloß so sein, ja, dass da... Ja, so ist Leben. Ich hab ihn um den Baum gewickelt, habt ihr das gesehen?
Felix, hier, heute sind bloß die in der Party, die auf der Karte sind, mein Gutster. Aber nichts für ungut. Ich mach dann nächstes Mal, bist du denn wieder dabei. Oder ich wollte ja auf deine Karte, oder du hast mir geschrieben, ich soll auf deine Karte kommen. Das mache ich dann auch. Da habe ich heute keine Zeit, weil ich, wenn heute noch Luft ist, dann gehe ich heute noch mal. Und das habe ich ihm mal gestern schon versprochen, nichts für ungut. Soll ich den Anhänger mit Julius, also wir können natürlich nicht zusammen spielen. Da muss ich natürlich zum Rüdiger gehen, weil ich, weil es nicht meine Playstation ist, wie gesagt. Ich habe das hier schon so oft gesagt in den Kanal. Es ist nicht meine Playstation, das ist eine ausgeliehene Playstation. Nicht mein Account, also auch nicht meine Playstation. Und deswegen kann ich hier einfach nicht fremde Leute drauf lassen. Punkt. Morgen. Verstanden. Felix, ich verspreche dir jetzt schon hoch und heilig, ich bin morgen bei dir. Okay? Das hat er bei mir auch gesagt, ne? Und er ist nee, immer noch Felix, nicht da nach nee, zwei Felix Wochen. Wollte ich eigentlich schon, da wollte ich schon immer mal auf seine Karte, das habe ich ihm schon öfter gesagt. Du hast das bei mir hast auch öfters Karte. Gesagt. Warte mal, und jetzt Kirimiko, einen schönen guten Tag wünsche ich dir. Mein allerbester. Schön, dass du da bist. So, jetzt weiß ich nicht, wem ich jetzt noch toll. Übersehen habe. Ich glaube hoffentlich gar keinen. Klemkitz, ja, dich habe ich ja. Habe ich ja mit Kuss, ne? Was musst du? Ich muss meine PS4 teilen? Wieso das denn? Ach so, weil ein anderer damit spielt. Ja, bei mir geht's genauso, mein Bester. Ich hab genau das gleiche Problem. Mach dir mal nichts draus. So ist das eben, ne, wenn man vielbeinig unterwegs ist. Nimm Marlon, mein Bester. Der ja. Marlon hatte ja gut. Sein Onkel, der Patrick, der darf er ja immer spielen, der Marlon. Seine ist PlayStation. Ist gut von seinem Onkel, dass er das macht, ne? Dass der Marlon immer daran spielen darf. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das ist ja auch nicht gemeint. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass er das macht. Solange ich noch keine habe. Aber ich habe mir eine zu Weihnachten gewünscht. So konstruktiv erzählen kann, der redet immer viel, der Marlon. Und das ist manchmal ganz interessant, ihm zuzuhören, wenn er nicht gerade pennt und schnarcht. Also Rüdiger, wir reden glaube ich nochmal nachher darüber, ne? Wegen Karte kommen. Nee, das habe ich dir doch gesagt, wegen Karte kommen. Nee, komm auf eine Karte, aber nur wenn du einen Küchentisch hast, sonst komme ich nicht. Oh, ja Rüdiger. ich habe als Mod, ich habe jetzt ein bisschen Mods runtergepackt. Ich habe den Bulldozer noch, soll ich den auch runterschmeißen? Weil ich brauche den eigentlich. Aber ich darf mir nicht so viele raufladen. Also wenn du zwei Mods mehr hast, die ich mir raufladen muss, bin ich damit einverstanden, aber nicht so viel. Achim Schlottermann, du warst doch gestern auch schon da, ne? Grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Also wie gesagt, Rüdiger, ich habe nur das Baggerpack. Dieses eine Baggerpack habe ich. Und den Bulldozer. Aber ich kann die beiden auch für dich löschen für heute. Nein, du sollst überhaupt nicht für mich löschen. Du kannst ja nicht deine Karte schrotten, weil ich da auf die Karte komme. So nein, ich meine, die beiden Mods, die kann ich ja dann wiederholen danach. Benno, ach so, dann, ja, gut. Ja, von daher ist es ja nicht so schlimm. Wenn das nicht anders geht, das muss er dann gleich sagen. Ach so, morgen ist schwierig. Oh Mann, Felix, wenn morgen scheiße ist. Ey, Felix, wir beide sind auf WhatsApp. Ich schreibe dir einfach eine Nachricht, wenn ich denn Zeit habe. Vielleicht hast du doch eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, dass wir dann zusammen zocken können. Also dann schau du erstmal, wenn du mit Freunden ist natürlich viel wichtiger, dann ist ganz klar. Aber wir haben ja WhatsApp, bloß heute ist das schon vergeben. Heute habe ich das aber schon gestern geklärt. Das kam deine Nachricht, kam erst heute bei mir an. Hättest du mir gestern geschrieben, könnte ich das ja auch noch tun, aber heute bleibt blöd. Und außerdem, du könntest ja auch mal hier spielen, Felix, weil das eine neue Karte ist. Ist dir bestimmt schon aufgefallen, du bist nämlich ganz wach unterwegs, genauso wie der Patrick. Der ist auch immer so helle unterwegs und beobachtet. Mein Realfarmer, den hat er sich ja jetzt, den Namen hat er ja geändert, aber der passt auch immer genau auf. Der Helfer hier an Feld 49 braucht mal einmal Aufmerksamkeit. Voll, ja, da fahr ich auch noch hin. Ich muss erstmal schnell zu dir kommen. Genau, komm erstmal zu mir, dass ich was zu tun habe. Ich muss gerade mal was gucken. Das können wir machen. Dann machen wir das mal fest. Ich möchte euch fragen, ob ihr morgen auch Lust habt. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich möchte euch. Da gucken wir, was kann. Alakta, Shigi, Shigi.
Guck mal, diese Karte mit diesem großen Kreisverkehr hatte ich ja noch nicht gehabt. Die ist neu, ne? Die muss man immer in den Kreisverkehr fahren. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, Julius, weil wie du, also die Schreibart, also ich kann es nicht zusammenfassen, weil es ist ein bisschen schwer, gerade weil wir hier am Dreschen sind und ich mich dann auf deine Schreibweise, ich verstehe es nicht so. Du musst ein bisschen deutlicher reden, also deutlicher schreiben. Da hinten kommt der Rüdiger angerast. Ey, Rüdiger, Verkehrsregeln. Hier ist Verkehrsregeln. Doch ein Weg. Kann ich doch langfahren. Ja, komm hier. Geh wer her. Ey. Das gibt von dir will ich nicht. Von denen da will ich was. Komm ran, es hier. Gibt was, Elke Junge. Hier gibt's. Ja, ja, komm mal ran. Kriegst eh nicht. Jetzt kommt der Manfred, Alter. Hier kommt der Manfred. Na, so. Komm her, Mann. Hier ist der Manfred. Komm her, komm her. Steig aus deiner Kiste. Komm. Dann klären wir das. Ja, ist in Ordnung, Felix, das können wir machen. Ich lass ihn dir hier stehen. Wenn du mich nicht voll machst, lass ich ihn dir hier stehen und hau ab. Ich hab da mehr zu tun. Ich muss meine Sonnenblumen auch ernten. Ach so, ich dachte, du lässt ihn hier stehen. So. Wir haben sehr riesige Felder. Ja, sind einige ganz schön groß, also. Davon ab. Aber das ist auch der Sinn der Sache, weil wir ja auch so, wenn du jetzt mit deinen ganzen Tieren fertig bist. Ja. Pascal, bist du noch da? Ja, wunderbar. Jetzt zieh mal bitte in deinen Trecker rein, spann dich mal ab. Pascal kauft den Aufnahmewagen und du fährst dann zu Marlon, wo Marlon jetzt hier ist und lädst was Stroh aufnehmen. Machst das? Jamie, ja. Stroh aufnehmen? Ja. Pascal kauft dir den Hänger, du fährst zum Shop hoch und holst dir den Hänger ab, den Pascal dir da hinstellt. Und dann wirst du dir den Aufnahmewagen holen und dann wirst du hier bei Marlon Stroh einsammeln fahren. Okay? Also kauf dir gerade jetzt einen Anhänger und dann... Ja, du brauchst jetzt bloß im Trecker sitzen und dann brauchst du zum Shop hochfahren und dir den abholen da oben. Da unten, natürlich ganz unten auf der Karte ist der Shop, weißt ja, ne? Du fährst ganz unten. Straße. Ist da gerade extra ein Trecker oder muss ich jetzt meinen fahren? Nee, du kannst deinen abkoppeln und deinen nehmen. Okay, ich bin mein. Du kannst deinen Hänger abkoppeln und den kannst du nehmen und dann fährst du. So, Marlon macht das Feld nämlich fertig. Denn cool, packt gerade komplett herum. Ja, weil Pascal was gekauft hat. Das ist aber was in Ordnung. Hey, ich bin noch gar nicht am Kaufen. Ach, das ist so. Aufnahmewagen? Ja, ein Aufnahmewagen. So, ich infiziere mich. Aufladewagen habe ich doch schon zwei gekauft. Ich stehe da oben am Shop. Ach so, ja, dann ist ja gut. Dann ist schon gut, wenn du. Ich habe doch nicht geguckt, Pascal. Dann ist ja in Ordnung. Alles gut. Wenn du die schon gekauft hast, ist es doch gut. Also, dann fahr hoch, hol dir einen Aufnahmewagen und dann fährst du zu Marlon und machst das andere da. Oh, einsammeln. Onkel Rüdi kommt dir da helfen. Er muss bloß erstmal ein bisschen was tun. Du hast meine Frage beantwortet, Frühling. Was denn? Was denn? Ich weiß nicht, wo hinaus du möchtest, ja. Julius. Ich verstehe, also ich weiß nicht, was du meinst oder was du möchtest oder keine Ahnung. Also wenn, dann schreib es so, dass ich das auch verstehe. Das ist auch nett gemeint. Ja, na klar, ich meine, du kannst antworten, wenn du natürlich die Fragestellung verstehst, dann ist vollkommen normal, also. Ich bin hier gerade komplett durcheinander. Ich weiß den Weg nicht zum Shop. Brauchst du auch nicht, mein kleiner Ex, sagt dir gleich. Warte mal, ich sag dir. Bleib mal noch stehen, bis Onkel Rudi fertig ist. Das war eine Beleidigung. Das habe ich mitbekommen. So, fahr los, geradeaus. Das war eine Beleidigung für den Drescher. Denn der Drescher ist ein Groß.
Ja, die müssen ja so groß sein. Die Felder sind doch auch groß. Muss halt früh genug sagen, wann ich abbiegen muss. Ja, und jetzt ganz vorne ran und dann links ran. Ne? Playkicker, ich verstehe es auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich bin jetzt gleich wieder rechts. Ich fühle mich gerade, als wäre ich beim Kreuzworträtsel. Rechts, 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 rechts. Jetzt auch wieder rechts da fahren, ne? Rechts. Hier auch wieder rechts? Ja, auch wieder rechts. Und jetzt gib Jas, immer geradeaus, immer der Straße lang. Immer der Straße folgen. Achim, moin! Hab ich das auch schon gesagt, Achim? Hab ich schon gemacht, ne? Ey Jungs, tut mir leid, ich möchte immer antworten, wenn ihr reinschreibt, sonst schreibt das einfach normal rein. Oder meine Moderatoren antworten, das geht natürlich auch, denn irgendwo was ist. Baukosten, was? 316 Euro? Alter Schwede, Pascal, was baust du da? Kiefern hast du nie gesehen, ne? Ne? 316 Euro, hallo. Naja, das geht ja noch. Immer geradeaus, mein Bester. Du kannst nicht verkehrt machen, immer geradeaus. 316 Euro. Ja. Sind schon... Muss mal überlegen, was das 316 Euro sind. Aber es gibt echt Wege hier überall hin, ne? Und das habt ihr halt auch alles selber erbaut. Also das sieht alles sehr schön aus eigentlich hier. Ja, du musst die Karte, du kennst sie auch noch gar nicht, Jamie, die Karte, das ist ja eben das Schlimme, ne? So, jetzt im Kreisverkehr musst du dann aufpassen, ne? Die nächste gleich wieder rechts abfahren, ne? Im Kreisverkehr. Da habt ihr auch bestimmt runtergemodelt, oder? Das geht ja eine Straße unten durch. Und wo habt ihr die Brücke? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ein ruhiges Minute Wochenende mit Bayern. Bis gleich. Ich wünsche euch ein... Ach, guck mal, Pascal denkt doch mit, da braucht gar nicht sagen. Siehst du, das lobe ich mir bei Pascal. Mit dem braucht gar nicht reden. Der macht das alles schon alleine. Der wird gesteuert. Das verstehe ich. Danke, Julius. Auch schönes Wochenende. Ja, Julius, dann dir auch schönes Wochenende. Wo will Julius denn schon hin? Will Julius uns schon verlassen? Julius, dann mach's mal gut, mein Bester, ne? Lass es dir gut gehen und komm wieder. Der hat nur irgendwas geschrieben. Hallo Rüdiger, welche Map auf der Map? Also, das ist die Niemandslandkarte. Ist das, die muss man sich, da ist nichts drauf auf der Niemandslandkarte, Julius. Wenn du die Karte spielen möchtest, dann musst du dir die Niemandslandkarte runterladen und da musst du alles alleine drauf bauen. Da ist nämlich nichts. Du musst alles alleine machen. So, und jetzt im Kreisverkehr fährst du die zweite rechts ab, ja? Die zweite denn. Nicht die erste gleich, sondern die zweite. Nicht die erste Einfahrt, sondern nimmst die zweite Einfahrt, ne? Genau. Weil der schöne Baum dort in der Mitte. Genau, Jimmy. Ja, den habe ich stehen lassen. Ich habe den nicht weggemacht. Ich wollte ja eigentlich so wenig Bäume wie möglich wegfällen hier von der Karte, weil mir die gefallen. So, und jetzt muss da vorne den Weg reinfahren, ne? Der Weg, der rechts reingeht. Also nicht mehr auf der Straße bleiben, sondern den Weg rechts reinfahren. Oh, Gelände. So, dann googelt das immer so schön in der Innenperspektive. Und da fährst du jetzt bis Marlon hin und da ist Stroh. Und das Stroh nimmst du alles auf. Und dann fährst du das auf den Hof zurück in das große Silo rein. Machst du das? Ja. Ja, yep. Der Julius wünscht den lieben Rüdiger ein schönes Wochenende. Ja, dir auch, Julius, mein Guter. Hättest du mir aber auch reinschreiben können, dann hätte ich dir das auch sagen können. Aber ist egal, ob du das bei Marlon oder hier schreibst, ist vollkommen Latte. Also ich lese, ich höre ja trotzdem. Stroh. Alle guten Dinge sind drei, genau. So, Jamie, du kannst loslegen. Einsammeln. Das Stroh. Aber Marlon hat ja schon das tolle Stroh. Alle guten Dinge sind drei. Wenn du auch kleine Fetzen liegen lässt, das spielt keine Rolle. Du musst nicht, du kannst ruhig mal ein bisschen liegen lassen. Das tut ihm auch keinen weh. Das wird dann so alles übergegrubbert. Außer natürlich über den Feld, was über dem Feld liegt, das musst du wegnehmen. Ne? Das bleibt nämlich liegen, das kriegt keiner mehr weg.
Das muss weg. Bitte, bitte, Jamie, deine Schwester soll im Hintergrund nicht den Fernseher so laut machen, dann kriegen wir wieder einen Anschiss von Pierre. Das ja. Mach ja nicht dein Video so laut. Das ist nicht gesund. Du darfst reden und deine Kinder können, deine Geschwister können spielen. Da hat keiner was gegen. Aber nicht im Fernsehen laufen lassen oder so. Das ist nicht gesund für uns. Es ist gesund, aber nicht gesund für YouTube. Nein, das ist für mich auch nicht gesund. Fernsehen ist nicht gesund. Fernsehen ist verstrahlt. Will ich gar nicht schon hören. Ach so, ja, ja, stimmt. Die Nachrichten, ja, ja. Da sagst du was richtig. Leute, jetzt, ey, komm. Wir sind Kinder im Hintergrund, jetzt müssen wir nicht über dieses Thema. Nee, machen wir ja auch gar nicht. Nee, machen wir auch nicht. Mal so, ich hab nur mal so erwähnt. Machen wir. Oder ich weiß, was du meinst, aber Marlon wollte gerade schon wieder auf das Thema eingehen. Nein, wollte ich nicht. Ich habe ja nur gesagt, das Fernsehen nicht, das ist auch verstrahlt meistens. Moin Lukas, moin Tor. Aber Rüdiger, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in deiner Aufnahme aufgezeichnet werde. Wieso hört man? Schreibt mir mal kurz rein, ob man den Jamie versteht. Hat das schon mal einer festgestellt, ob man Jamie im Stream versteht? Jamie, sing uns mal ein Lied vor. La 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 la. Das reicht. La 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 ist gut. Kann man den Jamie verstehen, ja? Ja, Pierre schreibt okay. Also Jamie, dich hört man schon. Alles gut. Okay. Dann hätte bestimmt schon einer geschrien, dass sie dich nicht hören. Und dann hättest du das natürlich ändern müssen, sonst hätte ich dich rausgeschmissen, ist klar. Ich mag es nämlich nicht, wenn welche mit mir reden, die nicht in der Party, im Stream zu hören sind, dann denken die alle, ich bin bekloppt, wenn das ich mit mir alleine spreche. Ja, aber ich weiß das halt nicht, weil dann hätte ich das schnell eingestellt. Ja, genau, weiß das man ist das schon so. Ich möchte gerne die Leute auch hören, mit denen ich hier zusammen spiele, sonst bringt mir das. Ja, weil man muss extra etwas einstellen, dass das nach so einem Audio-Chat überhaupt zulässt. Genau, man muss die Stimmen mit Teilen immer zulassen, das stimmt. Du bist auch so bekloppt. Weil wenn man das nicht mag, muss man das abstellen, oder hört man sich eigentlich auch nicht im Stream. Mhm. Nee, aber das ist für mich nicht gut, dann bist du auch in meiner nächsten Sitzung nicht dabei. Also wenn das einer nicht mögen würde, würde ich ihm nie in die Party einladen, weil man ihn im Stream nicht hört. Das bringt mir gar nichts. Wenn nämlich jetzt einer sagt, ich will meine Stimme aber nicht teilen, ja, dann kann er auch nicht mit mir spielen. Das ist vollkommen klar. Also das ist Voraussetzung. Wer hier mit mir spielen möchte, der möchte auch seine Stimme teilen, dass die anderen nicht als Idioten dastehen und mit sich alleine quatschen. Ne? Das ist der natürlich der Sinn der Sache. Aber wer redet mit einem Baum? Rüdiger. Genau. Könnt ihr die Musik bitte leiser machen? Ich mach's noch einmal. Oh nein, nein, warte. Na, der kleine Jamie versucht das ja schon immer zu vermeiden. Aber das sind Kiddies, das finde ich immer schön. Ja, Kiddies anfangen, er versucht das ja schon zu vermeiden, der Kleine. Schnell die Tür zugeschlossen. Ja, das geht ja nicht gegen euch, das weiß der selber, ich Jamie. Ich will halt nicht Copyright, weil es halt Copyright-Musik darf man halt nicht in Videos teilen. Genau. Und wenn man das nämlich im Hintergrund hört, mein Moderator hat euch ja nicht drauf, macht ja extra die Leute darauf aufmerksam, dass ihr das sein lassen sollt. Das ist ja nicht, weil er das gerne möchte, sondern weil das nötig ist. Weil ich habe ja früher Fortnite gespielt, dort gibt es auch Copyright-Emotes und dort habe ich dann die Sounds dafür abgestellt. Dann hört man nämlich die Copyright-Emotes gar nicht. Jetzt ist die Frage, welchen Weg? Ich glaube, das war jetzt. Du fährst den Weg wieder zurück, ganz normal. Ich glaube, dass ich hier abbiegen musste. Ja, ich glaube schon. Hier sind sogar die Straßen aufgezeichnet. Auf der Karte. Kann man sehen, da hast du vollkommen recht. Ist aber nicht vorhanden auf der Karte hier, ne? Das hat er selber gemacht. Du hast keine Straßendings-Einzeichnung, hast du auf der Karte nicht. Manche sieht man gar nicht so gut, aber manche kann man schon sehen, so ein bisschen. Ja, das ist soll ja auch. Ist auch noch nicht fertig, die Karte.
Na, die ist ja auch eine, ist ja eine ganze Menge zu bauen. Wenn man so eine Karte macht, ist das richtig viel. Aber ich kenne diese Brücke gar nicht. Nee, du fährst ja auch anders, dann kannst du die Brücke auch nicht kennen. Ja, Tommy, der Jamie, der versucht es wirklich schon. Also er ist seine Geschwister, der hat noch 3 kleine Geschwister zu Hause und da muss er öfter mal ein bisschen durchgreifen. Und deswegen, er macht das ja auch schon, Jungs. Dass man die Musik im Hintergrund nicht hört, das macht mir nämlich den Kanal. Also Jamie, wenn du mich denn nicht mehr siehst auf YouTube, dann weißt du, dass sie mir den Kanal gesperrt haben, weil da im Hintergrund Musik läuft und dann, wenn man die identifizieren kann. Und wenn man diese Musik identifizieren kann, dann ist es nämlich nicht gut für uns. Ich find's immer geil, dass so meine Geschwister ihren Geschwister machen. Ich dachte, mein Bruder kam gerade mit wieder offenen Türen rein. Weil ich will dir halt nicht deinen Kanal sperren lassen, das wäre ja nicht toll. Nee, aber die muss man auch in den Stream, wenn man in den Stream guckt, die Moderatoren machen einen ja auch darauf aufmerksam, und wenn sie das 3-4 Mal machen, ja, dann ist das nämlich nicht gut, weißt du, das ist nämlich nicht schön für mich. Also ich mache an meinem Geburtstagsstream mache ich Musik an, aber den lösche ich ja wieder, von daher. Also man kann auf jeden Fall dann keine Videos mehr machen. Nein, wenn sie dir den Kanal sperren, nicht, dann kannst du keine Videos machen, dann bist du gesperrt. Also das heißt auch nicht, dass man Videos machen kann, aber keiner kann das sehen. Nee, wenn sperren ist, sperren. Dann ist ganz weg. Dann ist Anstaltsdurm. Also das würde ich dem Rüdiger auf jeden Fall nicht passieren lassen. Warum es überhaupt Copyright gibt? Warum gibt es Copyright? Nee, wir müssen keine Musik im Hintergrund haben. Also ich kann die Leute genug alleine unterhalten. Ich muss dann nicht irgendwie noch welche Musik laufen lassen. So viel Gesprächspotenzial, wie die da hinten singen, das habe ich auch noch. Also das ist nicht so schlimm. Ich muss das auch nicht haben. Wenn ich Musik haben will, mache ich mir Radio an und lege mir in die Ecke. Dann ist das gut, weißt du. Aber beim Stream brauche ich keine Musik. Nee, wieso? Das muss ich nicht haben. Also das, bei mir ist das überflüssig. Ich mag das außerdem auch gar nicht, wenn welche, ne, nicht, ja, das habe ich Marlon schon öfter gesagt, wenn Marlon da immer im Hintergrund so laut Musik hat beim Busfahren, ich finde den Marlon, wenn der redet, das hört sich viel besser an, als wenn er dann noch 10 Lieder im Hintergrund laufen hat, also das gefällt mir immer nicht so. Aber das weiß er ja auch, ne, Marlon hatten wir ja schon öfter darüber gesprochen. Also ich spiele wenn überhaupt nie Musik im Hintergrund ab, weil ich nicht weiß, was Copyright ist und was nicht. Ja, man muss dann aufpassen, ne? Da kann man auch mal Vertragsstrafe bezahlen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn man da nämlich Musik im Hintergrund laufen hat und einer zeigt einen an, dann hat man natürlich schlechte Karten, dass man das dann gemacht hat. Darum ist das immer am besten Musik aus, gar nicht erst in die Versuchung kommen, so ein Mist da im Hintergrund zu laufen zu haben, dann ist das gut. Weil meine Eltern, die mögen Musik so sehr, dass sie das eigentlich fast jeden Abend immer hören. Das können sie auch. Da hat ja keiner was dagegen. Das können sie ja machen. Wenn sie da für sich alleine sind und sich da die Ohren voll schallen lassen, dann ist es ja auch ihre Sache. Weißt du, das können sie ja, kann jeder machen, wie er möchte. Ich höre ja sonst eigentlich auch immer Musik, aber ansonsten. Beim Zocken bringt mir das nichts, beim Zocken höre ich dann gar nichts. So, mein lieber Zerstreut-Welpe, ich muss dich leider ablehnen. Nicht böse gemeint. Also nicht, dass du jetzt denkst, der hat mich jetzt mit der Playstation, ich weiß nicht, ob er nochmal den Stream geguckt hat, der hat mir jetzt zum Spielen beitreten eine Anfrage geschickt, aber ich kann ihn nicht annehmen, weil ich das Pascal nicht zumuten möchte. Nämlich dann kriegt der das da hinten im Kopf, wenn er baut und da kommen so viele auf die Karte, dass das nur hängt. Das will ich ihm nicht zumuten. Puh, ich also, krieg gerade Schmerzen. Also, mein lieber Welpe, wenn du das jetzt hörst, dann komm morgen auf die Karte, okay? Komm morgen. Schöner wär's. Welcher denn? Wer denn? Ich glaube, Philipp war das eben. Philipp, kann das sein, Philipp? Denn morgen geht's, aber nicht heute beim Bauen. Und das ist, die Karte ist ja noch in Arbeit, weißt du? Und wenn Pascal das schon für mich macht und macht den Garten da fertig, dann will ich ihm ja auch nicht noch das aufbürgen, dass hier noch 100 Leute umher schwören und er kommt gar nicht klar. Wie er das wohl macht, weil er macht halt gar keinen Stream, sonst hätte ich ihm mal dabei zugeguckt, wie er das so macht. Stell dir doch nicht mehr sehen. Das kann ich dir ja zeigen. Das kann ich dir ja zeigen. Doch, nicht gut, ist nicht so gut. Nein, ich hab ja gesagt, nachher.
Genau, ne, Philipp, mein Gutster, morgen geht's auf jeden Fall. Also ich will dich jetzt nicht wegjagen, das darfst du nicht falsch verstehen, ne? Das ist, hier darf jeder mitspielen auf der Karte. Das ist nicht so, dass ich hier einen wegjagen will, aber heute geht's nicht. Guck mal, Jamie ist ja auch neu gewesen. Den Jamie, der. Jamie, kanntest du mich überhaupt schon? Nee. Doch, der war schon mal hier. Jamie war schon mal auf der Karte. Ja. Ja, der war schon mal auf der Karte drauf. Aber nicht auf dieser Niemandsland, sondern auf der anderen Niemandslandkarte, auf meiner alten Karte war Jamie drauf. Und da habe ich schön unsere Silage genau ins Sieben getan. Ja, danach steht uns, noch das steht uns hier auch noch bevor. Dann habe ich gesagt, mein Bruder Fortnite Socken nehmen. Ja, das machen wir hier auch wieder. Silage, wir sind noch gar nicht so weit. Sag mal, Marlon, redest du überhaupt noch oder hast du dich gestimmt? Ich weiß nicht, vielleicht feiert er gerade ein bisschen auch. Ich bin noch da, ja. Nee, da ist er noch. Da ist er noch. Patrick, Wirkus, ich grüße dich, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich müsste mir unbedingt gleich meine Wasserflasche auf. Geh hin, Wasser? Hol dir eine, du Wasserflasche. Ja, mach das ruhig. Als erstes mache ich kurz den Anhänger voll und dann mache ich das mal eben schnell. Hier geht's halt der Patrick schreibt gerade, jetzt also haben wir Ferien. Patrick, ich weiß, aber wenn es dir scheiße geht, dann sind die Ferien ja auch nicht gerade der Bringer, ne? Und Patrick geht schon wieder nicht gut, immer wieder mit dem Patrick. Der hat immer so eine mir geht's gut, weiß nicht, was ich zocken soll. Frag Rüdi. Frag Rüdi, was du zocken möchtest. Frag Marlon, ich hab keine Lösung dafür. Rüdiger? Ja. Hattest du schon mal ein Fahrzeug ganz unten mit der Reparaturstufe? Ja, natürlich. Na klar, hatte ich das schon. Und Radlader? Die Amazon, die hat nichts mehr gehabt. Ich habe mich gewundert, warum das Ding nicht mehr fährt, Alter, und die so langsam unterwegs ist. Und dann ist mir erst aufgefallen, ach du Scheiße, geht ja auch gar nicht. Total in Arsch. Kann jemand bitte hier den weißen Trecker abholen und den wieder ausleeren? Ich mach das. Das ist gar kein Thema, das mache ich doch gerne. Okay, dann gehe ich. Patrick, ganz freut mich, ja, komm ich gleich Mensch wieder, okay, Leute? Jo, danke. Ganz freut mich. Das mache ich doch glatt, Marlon. Bin gerade raus bei LS19 alleine, kein Spaß. Naja, ja, aber ich spiele auch viel Solo, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Er kann ja auch allein spielen nächstes Mal. Da muss er bloß rechtzeitig anfragen. Dann ist es doch kein Problem. Leute, ihr müsst nicht alleine spielen. Ihr könnt hier mitspielen. Ihr müsst bloß rechtzeitig anfragen. Und wenn ihr zu spät kommt, dann ist klar. Wenn die Karte voll ist, können wir dazu nehmen. Das ist vollkommen normal. Aber sonst gerne immer. Du bist voll, kommst du. Ach nee, der Jamie ist nicht da. Sonst hätte er mit hinterher fahren können. Ja. Rudi, springst du mal bitte in den Trecker. Nicht mit Baumünde. Ein Deko habe ich verbaut, aber ich finde, das gehört hier so rein. Das ja alle noch was. So, steig mal aus, genau. Und dann kommst du mal mit. Du musst ja mal sehen. Ja, ich muss mich einmal drehen. Ich sehe dich ja nämlich nicht. Alright. Ach, da. Hier geht's in den Garten rein. Ich habe überall Wege hingebaut. Keine Ahnung. Du kommst überall in die Wege rein. Oh. Hier zum Beispiel. Doch noch jung. Der Abend. Hast du schon angesehen? Ja, schon lange. Was denkst du, angesehen oh, und rum? Doch noch jung der Abend. Ja, der Abend ist noch jung. Ja. Oh, ist doch schön, Pascal. Ist doch super. Ist doch super gemacht. Schön gemacht. Hast du schön gemacht. Ist doch gut. Ich habe auch nur den vorderen Teil beleuchtet. Ne? Der hintere ist ja. Ja, der ist ja auch Bete. Da muss da hinten die daraus immer leuchten. Aber die vorne ist so schön. Hier ein paar Blumen hier klatschen, ein bisschen bunter. Ein paar von den Felsen mit reingesetzt, damit das ein bisschen natürlich ist. Ja, ich sehe das. So, dann gehen wir hier rum. Dann hast du hier Kartoffeln. Cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Pascal. Genau so sollte das sein. Genau so sollte das sein mit dem Kleinen. Hier hast du. Amenü, amenü, abdü, 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 abdü.
Kleine Art Geräteschuppen. So, ja, 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 hab ich schon gesehen. Hm? Gemelderaum. Hier halt so Holz. Das sind halt so Bienen, weißt du. Ist jetzt nur als Deko. Ist natürlich nicht das, was es, aber das ist. Kann man sich vorstellen, da sind Löcher in die Stämme gebohrt und da sind dann Bienen drin oder so. Mhm. Na, wie auch immer, ist doch schön. Ist doch trotzdem gut. Ich ist aber viel Stroh zum Pressen. Viel Spaß. Ja, ist. Silke Schröder, moin moin, einen wunderschönen guten Abend dir, Silke Schröder, schön, dass du wieder vorbeischaust. Wir sollten dich ja Ansgar nennen, ne, Silke Schröder? Ich glaube, so nennen, sollten wir dich nennen. Aber ich hoffe, dir geht's gut. Quatsch schon wieder. Mann, warte mal bitte, nicht böse gemeint. Jetzt. So, dann kommen wir hier rum. Jetzt. Hier sind Zuckerrüben. Cool. Zuckerrüben. Zeige ich euch nachher nochmal von im Baummenü. Dann könnt ihr das nochmal überspielen. Aber sieht sehr schön aus. Schön detailliert gemacht. Was kann das fein machen? Ja, die sind ja noch nicht fertig. Und? Ja, warte mal, ich muss erst mal gucken. Hi, mein guter Ass. Oh, scheiße, ich hab den Namen wieder vergessen. Silke Schröder, ich grüße dich. Hier geht's nochmal rein. Dann hast du hier vorne hast du Zuckerrohr. Hallo, bin wieder da. Jamie, da ist er wieder, der Jamie. Rudi steht vor dir, ich wollte mit dir mitfahren. Hab nur kurz meinen Teller weggebracht, Flasche aufgefüllt und musste nochmal pinkeln gehen. So, fein. Und dann geht's hier wieder raus. Durchatmen. Ui. Gut. Also ist heute wirklich deine Höchstanzahl, wie lange du online bleibst, ist 22 Uhr. Ja. Definitiv. Er bleibt auch länger online, dann kann er den Stream von seinem Sohn machen. Definitiv, also. Oh, super gemacht, Pascal. Da, so habe ich mir das vorgestellt. Ist deine PlayStation sogar schon lauter geworden? Mittlerweile. Ja, doch, ist er. Genauso halt so. Silke Schröder, mir geht's weißt gut. Weißt du, wie du sie leiser kriegst? Ja, indem ich sie sauber mache. Warum und wird Silke Schröder Ansgar genannt wissen, werden? Weil das habe ich selber schon auch gemacht. Also Silke ist doch ein Frauenname. Das ist einfacher. Ja. Silke hat gesagt, das ist der Account, also der Ansgar dahinter steckt. Das ist ein Junge und das ist der Account irgendwie von der Mutter oder so, keine Ahnung. Genau, ich habe da den Namen vergessen. Anslag? Ich hab den Ansgar. Ansgar, genau. Also Ansgar, schön, dass du da bist, mein Bester. Ja, schön, dass du bei mir und bei Rüdel bist. Die Marion hat geschrieben, schönen Abend euch noch und bis demnächst. Jo, Marion, schön, dass du bei uns gewesen bist, Marion, und dann lass dich wieder sehen, okay? Sonst vermisse ich dich. Lass dich nicht sehen. Rüdi möchte dich nur unter den Tisch haben. Nicht und ja, mit ihr zusammen, na klar, aber sie muss sich einen größeren Tisch kaufen. Ihr Tisch ist zu klein, hat sie gesagt. Also schade, eine Stunde spielst du noch. Eher gesagt 55 Minuten. Jamie, boah, das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm, Jamie. Aber morgen bist du ja wieder online. Genau. Dann komme ich dann nicht spielen. Und Jungs, ihr müsst euch immer rechtzeitig melden, ne? Denn wundert euch nicht, wenn wir voll sind und ich muss dann euch sagen, nee, heute nicht, aber. Das ist dann eben scheiße. Wieso hat mein Handy andauernd Fehler? Weil ich habe mir gestern auch noch frisch meine Finger verbrannt von meinem Fahrrad, ja. Mhm. Willst du nicht wissen, was ich gemacht habe? Ich bin den einen Berg runtergesaust, ne, von der Volksschule dann heißt bis ich unten, ab ne? Heute Patricia. Hab sogar schon Tränen beim Fahrradfahren bekommen, so schnell war ich, ne?
Dann habe ich hinten meine Bremse angefasst und natürlich war die komplett mein heiß. Spitzname Patricia. Aua, ach, cool. Das glaube ich dir. Jo, das glaube ich auch. Und da habe ich mir erstmal eins zurechtgebrüllt. Aha. Jupp, das tat so doll weh, dass ich. Dass ich schon gebrüllt habe. Zeise, du alter Mann. Hat nee, ich lasse den Helfer nicht arbeiten. Ich mache lieber meine eigene. Sack. Sag aber ansonsten geht's. Gestern hat vielleicht sehr doll gebrannt, konnte nicht richtig spielen mit dem Controller. Aber ansonsten geht's heute wieder. Heute bin ich wieder gut am Start. Es hat gebrannt. Bei mir spinnt irgendwie das ganze Ding. Sag mal, seht ihr mich überhaupt noch online? Ja, das geht. Das bei manchen Verletzungen tut das ja nicht nur weh, dann brennt das auch wie Sau. Also dann tut's so richtig weh. Dauerhaft. Mir hängt es ganz schön. Und das ist so halt bei einer Verbrennung, weil da kommt schon eine Blase langsam. Ich habe sogar richtig den bremsfähigen Abdruck. Hutsch. Wie als würde ich so ein Brandtattoo bekommen, wie die Pferde immer. Ja, ist nicht so schön. Machst du nur Hobby? So ähnlich wie so ein Tattoo, ne? Aber diese Fahrradbremse von mir hat ja so kleine Löcher dort, ne? Zum Kühlen eigentlich. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, dass eine Fahrradbremse so heiß werden kann, weil das war mein erstes Mal überhaupt, dass meine Fahrradbremse so heiß wurde. Ja, okay. Rüdiger? Ja? Komm schon kurz mit dem Hänger. Ich bin voll. Ich bin gleich bei dir. Ich fahr den Hänger erstmal weg, weil hier spinnt irgendwie alles. Bei meinem Stream zeigt er gar keine Nachrichten mehr an, also... Deswegen muss ich mir eben mal mein Handy neu laden, neu starten, weil ich sehe hier bei meinem Stream sehe ich die ganzen Nachrichten von was weiß ich von wann. Die waren schon alle mal da. Also meinst du wie jetzt zum Beispiel Party-Einladung oder welche Nachrichten? Nee, hier im Stream hier, wo ich so. Wie man so sieht. Hast du was umgestellt? Also ich guck mal kurz nach. Muss man natürlich vorher leise stellen. Rüdiger. Der Julius schreibt, er hört dich ganz gut. Also wenn es gut, weil nämlich das ist mir bei mir hängt alles hier. Deswegen frage ich mich, weil ich mich hier irgendwie ist ein Fehler aufgetreten, hat mein Handy schon zweimal angezeigt. Deswegen frage ich mich. Telekom. Ich war schon 3 Stunden hinter dem Stream. Sind ja auch erst 3 Stunden da, ne? Dir sehe ich die Nachrichten bis jetzt schon. Also aber ich meine jetzt direkt auf meinen Stream, auf dem Handy, wenn der direkt auf den PlayStation Stream, da sieht man sie nämlich nicht. Also ich sehe deine PlayStation Nachrichten schon. Also jetzt so vom Stream her, die Stream-Nachrichten. Ja, aber die waren schon alle gewesen. Marcel ist nicht mehr da, das war alles schon lange gewesen. Okay. Das ist jetzt ist wieder das neue, glaube ich. Bei mir wird Pire der Gamer angezeigt. Also bei mir kommen schon neue raus, aber ich weiß, Pire der Gamer. Wir waren bis 22 Uhr. Silke, Schröder, Matthias. Bis 22 Uhr streame ich und dann gucke ich woanders. Also wir genau noch 50 Minuten. Und also bei mir läuft das. Jetzt auch. Ich hab ja die Nachricht gesehen von Silke. Lange Stream, Robert. Oder warte. Nee, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Er hat das gestern ja auch nicht geschrieben, Pascal. Er hat nur gesagt, dass er morgen ab 22 Uhr das Ende von Final Fantasy spielt. Also bei mir läuft's. Also bei mir wird alles angezeigt. Wie Stunden kann das dann immer dauern? Was macht ihr am Wochenende? Was habt ihr am Wochenende vor? Ja, Julius, ich bin morgen noch Abend live. Und wir sind da hier bestimmt wieder zu Gast bei Rüde auf der Karte. Ja, kann ich machen. Ich muss mal sehen. Den Brief von deinem Sohn noch nebenbei laufen. So, also jetzt kann der Jason. Der Jason, der kann jetzt schon die Karte ein bisschen identifizieren. Der kommt schon klar auf der Karte. Jason fliegt schon hin und zurück, ne? Jason, hörst du mir überhaupt zu? Ja. Du, Rüdiger, wenn du aus deinen Stream gehst, aber du bleibst in der Party, ne? Ja. Und wenn du dann halt den Robert zuhörst, kommst dann, ich weiß nicht, wie du das machst oder so.
Ne, ich guck den Robert nebenbei immer. Ich hab den ja nicht in der Party, ich guck ja Robert nebenbei bloß. Achso, ja, ich meine, ob du dann, auf Zeit meine Karte 48, kommst oder so, ich weiß ja nicht. Also Land 48, da ist ja auch so ein Feld drauf und das ist schon fast fertig, weil das ist ein sehr kleines Feld. Also ich, der muss noch gleich. Wo wohnt... Wir sind alle so durcheinander. Helfer I macht gerade... Diese, meine Mods gibt's jetzt Land gar nicht. 48. Ja. Dann gucken wir ein bisschen im Shop rum. Wenn du das gerade sehen solltest, mit dem Feld 48, dann kannst du dir mal in den LKW reinsetzen und den, die Sonnenblumen abtanken von dem Mähdrescher, wenn er steht. Oh, hier steht, die Krone steht hier. Und in den Flug oder ist gerade jemand schon in den Laster reingeswitcht? Nee, den okay. Kleinen brauche ich noch, Pascal, ja. Den kleinen brauche ich. Alles klar. Weil dann kann ich eigentlich schon güllen nach der Ernte und ich freue mich schon so hart auf das Güllen. Du sag mal, kann das sein, dass ich den Jamie, dass der mich gar nicht mehr hört, der Jay-Z? Oder Jay-Z? Wie heißt der Jason? Jay-Z? Jamie? Ja, ich höre Rüdiger doch noch. Du hörst mich? Dann ist ja. Gut. Dann ist gut, wenn du das gehört hast. Hören tue ich dich noch sehr, sehr gut. Aha. Ja, du hast ja auch den okay, verstehe, Julius. Da verstehe ich, dass deine Arbeit in Braunschweig ist, okay. Hallo, ich bin jetzt in Braunschweig, aber ich gehe jetzt. Okay, also Julius, wenn du jetzt gehst, dann auch noch ein schönes Wochenende. Genau. Ah, da kommt jemand angeflitzt. Rüdiger! Rüdiger! So, ich muss jetzt noch meinen Marlon abtanken. Marlon ist spritzig unterwegs, der muss mich erstmal voll machen. Du bist Manfred, ich bin Manfred, ey. Junge. Denk dran, ich bin Manfred. Ich bin Bauer Manfred. Mit den geilsten Sprüchen ever. Und wie heißt das hier bei mir? Das ist verrückt. Verrückt ist mein Nachname. Komm ohne Tempomat bei dem Helfer. Ganz gut klar. Ist ach, gut. Bist von der Arbeit gegangen, okay, Julius. Also wenn ich das so verstehe. Ich hab den Flug und die Baumsaatmaschine habe ich dann an einen Faktor zusammengefasst. Ja, das ist auch eine gute Idee. Sonst mosert er gleich wieder, wenn nur die Hälfte am Traktor dran ist. Gips. So. Gips den alten Mann. Gips den alten Kuck. Zacka, tut. Gute Nacht, bis morgen. Ich werde euch jetzt in Ruhe weiterspielen lassen. Ist alles gut, Julius? Nein, alles gut. Am Anfang habe ich dich halt noch nicht so ein bisschen wegen der Schreibart verstanden. Es war auch nicht böse gemeint. Aber trotzdem schön, dass du da warst, Julius. Und ich wünsche dir auch weiterhin eine gute Nacht. Schlaf schon. Genau, so ist das, Julius. Guten Nacht, das morgen, ihr natürlich auch, mein Gamer. Ja, Gamer, ne? Ja. Schlaf mal, Julius. Wieso geht Julius schon ins Bett? Warum musst du jetzt schon ins Bett? Du hast ja gerade mal ein Viertel 10. Ne? Ja, ne? Kannst auch Viertel nach 9 sagen. Genau, Viertel nach 9, genau. Ja, das liegt auch immer an der Redeart, die so manche sagen bei uns. Ich glaube, das sagt sonst überhaupt gar keiner, ne? Halb fünf oder so, sagt ihr sowas auch? Oder Viertel fünf oder halb so, wenn fünf. Man Zeit sagt? Bei uns ist eher halb. Nein, ich habe Digitaluhr in meinem Kopf.
Ich kann nicht so. Ist halb, Viertel vor, Viertel nach und 20 nach. Ach so, was, so sagt jeder, ja? Ich habe mit der Uhr Probleme. Bei uns 20 nach würde bei uns schon 10 vor halb heißen. Aber ist egal, jeder redet, in jeder Region reden die auch ein bisschen anders. Ne? Das ist eben das... Also das ja, ich komme aus der Region, wo andere Urlaub machen. Ja, das stimmt. Im Prinzip stimmt das schon. Also, du hast diesen ganzen Ostseekram immer um dir rum, ne? Mach die Robbe. Ostseekram. Aber die Musik im Hintergrund hört man nicht zufällig, oder? Nein, die hört die man meine nicht. Eltern immer noch anhalten. Ja, da hört man das. Machen deine Eltern immer gerne Party so, oder hören die gerne Musik, ja? Party. Die hören gerne Musik und machen so eine kleine Mini-Party. Für ja, sich klar. Und, ja, ist ja richtig so. Ist doch gut. Ist doch gut. Verstehen sie sich wenigstens beide. Ist doch schön. Ja, wenigstens sind das keine Eltern, die fast jedes Mal noch streiten würden. Oh ja, na, danke cool. Julius. Dankeschön für diesen guten, schönen Kommentar. X, genau, X. Sei froh. Aber der Stefan, der ist ja normalerweise nicht mein richtiger Vater, das ist so mein Stiefvater oder sowas. Weiß nicht so, wenn du mit ihm ich das sagen soll. Also mein richtiger Vater ist das jetzt nicht. Muss er ja auch nicht, ob das dein richtiger Vater oder sonst wer ist. Hauptsache er behandelt dich gut, das ist wichtig. Anderes ist alles egal. Das Hauptsache ist, er behandelt dich wie ein Mensch. Du fährst aber sehr gut. Kannst sehr gut rechnen. Naja, das ist auch, weil es langsam ist, das Fahrzeug bei 9 km/h. Ist klar, dass Rudi besser kann. Naja, wer Lukas ist wieder da. Super, Lukas. Schön, dass du wieder da bist. Und der Philipp ist auch noch da. Wäre schön, wenn man mit der Höchstgeschwindigkeit überhaupt vom Fahrzeug durchbrennen könnte. Der Pepe, der ist Philipp, das weißt du, das ist der Marlon. Der Kirmes Marlon 200 ist das. Der ist nämlich mit einem anderen Account unterwegs und deswegen ist das ein bisschen anders. Aber das ist der Kirmes Marlon. Der heißt Pepe. Pepe. Rüdiger? Ja? Sag nur bitte Pepe, weil nicht den ganzen Namen aussprechen. Wieso, der Name steht da, ich brauch den gar nicht aussprechen, mein Bester. Ja, deswegen sagen nicht so oft so, ja, sag nur Pepe. Weil, genau. Dann ist es ein Vorname. Und wenn ich Silke sagen würde, wäre das auch egal, wäre das ein Spieler-Account. Das hat doch damit gar nichts zu tun, ich gebe doch hier keine Indizien preis, Alter. Das ist was ganz anderes. Nein, weiß ja Bescheid. Ja, ist ja richtig, aber das ist doch ein ganz normaler Spielername. Du heißt den Pepe, oder so gut. Ja, ist doch schön, ne? Das hat keine Bedeutung. Ich hab kurz ein Nickerchen gemacht. Du hörst dich an wie so ein Rentner, Lukas. Ich hab kurz ein Nickerchen gemacht. Das hat meine Oma Scheiße, Mann. Ich werd gerade langsam müde und dann kommt es dazu, dass ich mich nicht so aufs Fahren konzentriere. Mein Bester, wir machen so ein Tennis und so Schluss. So lange hält's noch durch, ne? Und dann kannst du Eier machen. Zerstreut, Welpe hat mir eine Freundschaft und Pack geschickt. Ach so. Guck mal, unser Marlon ist schon wieder auf Abwägen. Hört ihr das? Pascal! Du sollst seine FA annehmen, hat Pascal. Der Philipp geschrieben. Pascal! Was? Oh, okay, warte, dann nehme ich sie kurz an. Das Spiel wird ja eh nicht passiert. In dem Fall, das geht in dem, der da sind Sonnen drin. Das macht. Da ist der Pascal mit dem LKW. Pascal. Und der Player Kicker hat sich gerade verabschiedet. Er hat gerade geschrieben, er ist mal raus und uns wünscht er allen noch viel Spaß. Hau mal das Getreide rein. Getreide? Ich hab kein Getreide. Das, was du im Rohr hast. Das kannst du hier nur in den LKW rein. Mach mal das Rohr aus. Komm ran. Ist zerstreut Welpe eigentlich in unserer Map drin? Also in deiner Map? Ja. Nee, hier drin ist er nicht. Nee. Jetzt kann ich der Pascal, los, ne? Der Marlon und der... Aber Marlon, lässt du den Drescher da jetzt noch stehen? Oder? Genie und ich. Nee, der tankt ab, deswegen gucke ich mal bei euch ein bisschen zu. Und die Strohschwaden, die kannst du dann bitte so lassen, ja, dann machen wir nachher Pellets. So, Pascal.
Oh, das sieht cool aus, ey, Pascal, das ist eine gute Aufnahme. Yes, Alter. Was denn? Pascal, das ist richtig gut geworden hier. An mir so vorbeigefahren, ne? Ich hab das so aufgenommen ein bisschen hier. Also Herr Rüdiger, ich werde langsam echt müde und dann fängt langsam bei mir an, manchmal, dass ich so außer Kontrolle gerate mit dem Fahren und so. Aber Marion noch vielleicht auch, ist das durch halt nicht. Was ist mit Marion auch? Was ist mit Marion auch, Philipp? Das soll ja mein FA. Achso, der Philipp hat geschrieben, du sollst deine FA annehmen. Mein Bester, hier, das ist an Marlon gerichtet. Und Marion auch. Marion ist nicht unter auf der Playstation, der kann sogar keine Freundschaftsanfrage schicken. Marion ist bloß so unterwegs. Aber sie ist nicht auf der Playstation unterwegs, mein Bester. Er hat Angst vor Rudi, kann ich verstehen. Jo. Aber lustig wäre, wenn meine Oma auch einen Kanal hätte und LS spielen würde, ey, wie würde sich das anhören, ey, mit der Stimme? Ja, wieso nicht? Ist doch gut. Es würde so lustig sein. Omi spielt LS. Dann ey, kann es ich. Gibt sogar, es gibt sogar Omi LS Zocker. Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt es ist so. Es ist lustig. Oder soll ich das einlagern oder willst du es verkaufen? Achso, ja, du hast Marlon. Nee, nicht verkaufen. Alles einlagern. Nicht verkaufen, um Gottes Willen. Ich find's. Also, Rüdiger, okay. Ich find's lustig. Deine Freunde fragen so, was macht deine Oma? Ja, sie ist LS19-Zockerin. Ja, auf die YouTube. Zockt wie so eine Wahnsinnige. Und du nimm endlich mal den Philipp seine Freundschaftsanfrage an. Der hat dir eine geschickt. Also ich hab schon angenommen. Ich meine jetzt hier den Marlon. Marlon, der hat schon dreimal geschrieben, Marlon soll die endlich annehmen. Marlon macht... Wo soll ich die denn annehmen? Was? Ich guck mal kurz in eine Party, ne? Hier ist keiner. Auf der Playstation heißt, ich weiß nicht, ob er das annimmt, weil er ja im fremden Account unterwegs ist. Da kann er nicht. Sonst hat sein Onkel so viele Accounts, so viele Freunde da und kennt die alle gar nicht, weil Marlon ihm die ganze Playstation zugeschossen hat und dann ist es nicht so gut, glaube ich. Genau, das ist nicht so meins. Und deswegen, hier auf YouTube könnt ihr ihm alle abonnieren, da heißt der Kirmes Marlon 200, aber auch die Playstation. Deswegen habe ich mir eine Playstation ja zu Weihnachten gewünscht. Genau, es hat so eine Sache, weil sie gehört ihm nicht alleine. Man muss sie immer teilen. Nö, oder zum Geburtstag. Vielleicht ist da Marion so lieb ne? Und... Ja, du musst auch mal reden. Sag was, das war mein Onkel, das hat man gehört. Mein Onkel macht nur Scheiße. Nein, der ist auch nicht scheiße. Der hat mir alles gegeben, was er geben konnte. Oh, wie, oh, wah. Ach so. Nee, mit den verstreuten Welpen. Ich weiß, dass du ihm die geschickt hast. Verstreuter Welpe ist sein PlayStation-Namen. Nee, ich weiß das. Ich hab Marlon das auch gesagt. Aber wenn Marlon das nicht annimmt, nimmt ihn das nicht übel. Die PlayStation gehört ihm nicht. Die gehört seinem Onkel. Und der kann Marlon nicht jeden annehmen. Der kriegt einfach nicht. Mama, wie heißt... Das geht nicht. So, jetzt muss ich erstmal schnell gucken. Ich muss mal ganz schnell speichern. Ach, Röte. Ich speichere doch bloß. Warte. Ja, komm. Kann ich gar nicht ändern. So. Immer diese Ausreden. Erstmal hier Leute beobachten und jetzt diese Ausreden. Ja. Rüdiger. Ja? Mein Bruder will mich jetzt gerade produzieren und will einfach Musik anmachen. Er soll es nicht machen, das ist für uns nicht gut. Er kann nachher noch genug Musik hören, wenn wir nicht mehr da sind. Nee, hör auf damit. Sonst wird nachher hier Rüdiger von YouTube weggebannt. Dann kann er keine Videos mehr machen. Genau. Dann kann er gar nichts mehr machen, dann ist sein Ruf weg. So. Äh,
Er kann nachher genug Musik hören, wenn wir nicht mehr da sind, kann er so viel Musik hören, wie er möchte. Kannst nachher Musik hören, hat das. Also ich meine, er kann, also ganz ehrlich, wenn ich der Bruder wäre, also ist jetzt nicht böse gemeint, ich würde dann irgendwie auch zur Küche gehen, oder wenn da keiner ist, würde ich eine Küchenmusik hören. Ja, ist glaube ich kleiner, der Bruder ist noch kleiner, glaube ich, der ist kleiner, okay. Bruder, ne? Ja, aber unseren kleinen Bruder in der Küche, unseren kleinen Bruder in der Küche lassen, ne, ist immer so eine Sache. Dann geht er an Sachen dran und dann auf einmal hat er ein Messer in der Hand. Oh, und dann geht's ganz schrecklich. Er kocht mit da, er kocht ein Essen, das könnte ja auch sein. Ne? Ja, aber dann schmiert er da rum und dann geht alles kaputt und davor hat man Angst. Oder ich geh mal eine schmücken, in der Zeit kannst du ja mal den Garten zeigen oder was? Ja, mach ich gleich, Pascal. Gehst du eine smoken? Jo, was könnt ihr denn rauchen? Mach ich gleich. Eine Smoken. Das Smoking. Das Smoking. Mach Smoke ich gleich. Every so, pass mal day, auf, ich zeig euch jetzt mal in der Perspektive den Garten, den Pascal angelegt hat. Den zeige ich euch jetzt mal. Aber erst mal weg, mal versuch mal ein Mähwerk zu reparieren. Player Kicker, wunderschönen guten Abend. Player Kicker hat sich doch gerade bei mir verabschiedet. Will nein. Nicht Player Kicker. Ja, okay, schönen Abend dir noch, Player Kicker. Und Connor, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du kurz reinschaust. Auf jeden Fall, dir einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Und, hallo Marlon, was machst du am Wochenende? Ich gehe mit Training um. Ah, okay. Okay. Ja, wie ich schon sagte, ich streame jetzt hier am Wochenende und Sonntagabend kommt OMS 2. Und da bin ich schon bestand auf der SB 16. Auf der SB 16. Genau. Und Pierre schaut dir zu und beobachtet dich auf der. Der kennt die Linien auch, glaube ich, der Pierre. Die SB, ja, ich kenne mich hier. Pierre kennt sich gut aus da mit den Linien. Also ja, ich glaube schon, dass der da unter. So, jetzt nochmal Philipp. Pass 17 auf, Jahre nochmal Ruhrgebiet. Für dich. Hör mir jetzt auch zu, Philipp, wenn ich mit dir rede. Bist du morgen auf meiner Karte der Erste, der beitreten will, bist du sofort mit dabei. Heute geht es nicht mehr. Du brauchst mir keine Anfrage schicken, mein Bester. Heute nehme ich keinen mehr auf die Karte, weil das nicht gut ist. Bist du morgen der Erste, der auf die Karte möchte, bist du auf jeden Fall dabei. Das habe ich da versprochen. Aber heute geht's nicht. So, und jetzt werden wir uns erstmal das angucken, was der Pascal hier gemacht hat. Schaut euch mal dann erstmal in der großen Perspektive an. Das ist mein Haus. Mein Wohnhaus, wo ich wohne. Und hier, diese Teil an der Seite, das hat Pascal angelegt. Und ihr seht ja hier den super Garten. Die Felder sind alle bestellt. Also, wenn ich jetzt die Zeit volllaufen lassen würde. Rüdiger, ich mach noch Auto Musik an. Nee. Ich knall ihm eine, sag ich mal, klinge über das Knie. Mario, musst du nicht mal pinkeln gehen? Also das ist jetzt frech. Leg ihm über das Knie. Nein, Spaß. Nö, der Tank ist leer. Also die Blase und der Tank ist leer, von daher. So Leute, habt ihr gesehen? Also diese ganzen kleinen Felder, das sind Beete. Also hier macht die Bäuerin macht hier einen kleinen Biogarten und darum hat sie hier überall was gepflanzt. Ne? Hier Kartoffeln und hier ist Sonnenblumen. Rüdiger. Zuckerrohr, alles da. Was denn? Rüdiger. Ja, ich höre dir zu. Kommst du mal wieder den Trecker abholen und leer machen? Mach ich gleich. Ich wollte bloß mal den Garten zeigen, den Pascal hier gemacht hat. Geht gleich los. Das wollte ich nochmal schnell zeigen, weil hier hat alles gemacht. Also super schön gemacht und so sollte das auch sein. So habe ich mir das aber vorgestellt, dass du den Garten wieder ausnutzt. Super gemacht, schön gemacht. Player Kicker. Oh, das habe ich früher so gerne gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das also noch kann. So sieht's aus, Rüdiger, ja, da ich in der Vergangenheit sehr oft gefahren bin, Bus gefahren bin, kennt der hört mir gar nicht zu, den brauche ich gar nicht erzählen. Der Marlon ist schon wieder mit sich selbst beschäftigt. Moin Meister, hallo Marlon. Also der Pierre hat gerade geschrieben, dass er. Ich hoffe, dir geht's gut. Guten Abend dir. Pierre, ich glaube, ich brauche das nicht erwähnen, der Marlon hört mir eh nicht zu. Ja, sag, was du möchtest. Habe ich doch eben gerade gesagt. Ja, ich habe kurz hier mit dem Philipp geredet. Macht das ja zwischendurch so wegen der Bearbeitung der Map?
Rüdiger, was gibt's? Was? Rüdiger? Nee, der Pierre hat gesagt, er kennt sich wunderbar aus bei den Buslinien. Ja. Er ist früher immer sehr oft Bus gefahren ich und deswegen auch. Kann er ich den auch. Genau. Und deswegen weiß er ich ganz auch. Genau Bescheid. Ich kenne die ganze Westische, von daher. Die ganze Ach, scheinbar nicht. Gestern musste der Pierre dich ja berichtigen, ne? Glaube ja, mein Gott, ey. Ja, ich bin auch schon lange nicht mehr mit denen gefahren, seit 10 Jahren. Aha. 5 Jahre schon. Die meisten nicht mehr 5, die meisten schon 10 Jahre nicht. Ich bin damals gefahren, wo ich noch mit meiner Mutter unterwegs war. Da war ich 9 Jahre alt. Der Pierre, der kennt sich gut aus. Also, so ist ja, doch ich auch. Ich lebe seit 17 Jahren hier in Ruhrpott. Da muss man kennen, die Linien. Die sind ja, geil. Ja, muss man nicht kennen, aber wenn man oft mit den Linien fährt, dann nee, die muss man kennen, die sind so richtig ins geil. Blut über, ne? Das ist klar, ne? Das ist Blutherz, diese Linien alle. Die haben alle den geilsten Weg, den es gibt, ey. Durch kleine Straßen, Gassen, überall. Deswegen ist das Ruhrgebiet so besonders. Rüdiger, eine Frage nur. Beendest du das Video um 22 Uhr oder gehst du komplett Das ist kein Video. Das ist ein Livestream. So nennt man das. Ja, der wird den Schluss gemacht, mein Gutstag. Der wird den Schluss gemacht. Und die merkt genauso? Ja, deine Stimme ist aber aufgezeichnet. Du bist mit dabei. Also wenn du das morgen anguckst, bist du mit da drauf. Weißt ja, ne? Weißt ja, ne? Mutti weiß das auch. Papa auch. Denk, können sie morgen Abend mal was Schönes tun für sich und machen die Musik aus und gucken mal den Stream. Oh, 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 oh. Naja, jetzt haben sie so oder so die Musik aus. Siehst du, dann gibt's dir morgen guten Tipp. Leute, guckt euch den Stream an, da war ich wenigstens unterwegs. Naja, sie interessieren sich nicht ganz genauso für YouTube. Das müssen sie auch gar nicht. Das habe ich doch aus Spaß gesagt. Das heißt ja nicht so mit drin. So, und du kannst alles, dir jetzt... Alles, was Rüde sagt, ist meistens nicht... Nicht so. Na genau, man muss das immer so ernst nehmen. Jetzt kannst du wieder mit der Musik an. Naja, Tür zu machen. Aber wenn er ein bisschen pervers wird, dann muss man das ernst nehmen. Ja, auch ebenfalls. Jo, Philipp. Jo. Schön, dass es dir gut geht. Ach, guck mal hier, der Rüdiger mit dem LKW, ey. Ich glaub's ja wohl. Rüdiger, was machst du da? Lena, was ist? Er rennt weg. Ich komm hinterher. Guck mal, da rennt er. Da rennt er. Guck mal, da rennt er. Da! Der alte Mann kann noch rennen. Also, hast du gehört, der Pierre hat gerade geschrieben, der hat jetzt schon seit 28 Jahren, mein Freundchen. Ja, und trotzdem, ich kenne das auch so alles. Guck mal, Pierre, er macht das nicht hören, ne, der Maler, ne? Pierre, ich bin Ruhrgebiet, ich bin Ruhrgebietler. Schön, hast du super schön gemacht, Pascal, auf jeden Fall. Ich bin Ruhrgebiet, Kind. Ich kenne mich auch. Das ist wirklich schön, aber ich hab das nicht anders erwartet, Pascal, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hab das eigentlich auch so erwartet. Dein Schlüssel ist kalt bei mir! Halt so! Jungs! Geh näher raus! Los! Das sind meine Geschwister. Okay, geh jetzt mal rum! Nee! Das ist doch normal, dass sich die manchmal streiten. Das ist doch normal. Hör jetzt auf, ihr Leider! Halt so! Naja, das Gebrüll ist nicht normal. Naja, aber dass die Geschwister streiten, wer kennt das nicht? Wir waren alle mal klein, ne? Also. Ja. Nein, alle mal klein, also. Ne, Kaliman! Ja, nein, ich mach mal, ey. Nee, entschuldigt, war nicht Kaliman. Ich hab schon wieder den anderen Stream da laufen und hier, das ist alles ein Scheiß hier. Mal kommt eine richtige Nachricht an und dazwischen kommen dann immer andere Nachrichten. Ist das schon mal aufgefallen hier bei mir auf dem PlayStation Chat? Das ist total verrückt. Kaliman, der war vor Stunden hier. Ach, Rüdiger, der Marlon ist noch hinter den Ohren. Oh. Und ist auch noch grün hinter den Ohren. Das habe ich nicht gesagt. Nö, ich hab's gesagt. Lass sie ruhig kämpfen, die beiden. Streiten ist normal, das gehört dazu.
Naja, sie kämpfen ja nicht. Ja, wenn aber gleich Blut fliegt, ne, nein, dann weißt du Bescheid. Naja, die sind ein bisschen erregt. Lass sie kämpfen. Wie du auch, Marlon, naja, wie du auch immer, ne? So nee, ich hab meinen Bruder auch zwischendurch mal aggressiv gekriegt. Mhm. Muss man nicht machen, man muss sie nicht unnötig aggressiv machen. Aber da war ich noch jünger, da hat er mir so ein Bügeleisen. Ja. Auf den Kopf geschmissen. Aber das war so ein Spielzeug. Habe ich ja noch mal Glück gehabt, aber das hat mir trotzdem so doll getan, dass ich komplett ausgerastet bin. Papa macht schon Ordnung im Hintergrund. Papa macht schon Ordnung im Hintergrund. Siehst du, so muss das sein. Papa hat erklärt das. Papa, nimm dich den Video lieber, hör auf jetzt. Lass morgen gar nichts vor einkaufen. Die weint gar nicht richtig. Okay, gib morgen gar nichts vor einkaufen, ne? Okay, gib gar nichts vor einkaufen, naja. Zum Thema Getue. Gar nichts. Man muss ja irgendwie ruhig stellen, ist doch ganz in Ordnung. Hör auf. Hör sofort auf. Meine Schwester tut so, als würde sie weinen. Lass sie nicht weg. Mädels. 4. Oktober, Julius, aber der ist schon längst vorbei. Ich fange langsam echt an zu vertrauen. Rüdiger, ich höre dich, ja. Gut, Rüdiger, du bist... Was ist dein Problem? Dann... Der setzt sich zu uns. Ah nee, Rüdiger geht's gut. Klar. Den Rüdiger geht's gut, der ist immer top, der Mann. Ich fühle mich eigentlich auch ganz gut, also kein Thema. Das merkt man, wenn du wieder was ganz anders wirst. Der Rudi kriegt gleich von mir erstmal ein paar geschossen, der will den Zeise hier von der Karte. Dann kriegt er von mir auch noch einen geschossen. Ich mach nur schnell Schluss, Mann. Ich habe Robert versprochen, dass ich in den Stream reinschaue, also hört auf zu heulen. Ja, du sollst ja in den Stream reinschauen, ja. Du kannst ja nebenbei machen. Du kannst ja auch... Nö, du kannst ja auch reinschauen. Nebenbei. Na. Du kannst dich mit deinem Sohn und unterhalten. Gibt schon irgendein Feld zum Güllefahren bereits? Ja, dann musst du aber aus deinem Trecker aussteigen, musst den anderen Trecker nehmen und dir einen Güllefass hinterhängen und den kannst du da hinfahren, das Sonnenblumenfeld, und dann kannst du Gülle draufbringen, wenn du möchtest. Also ich fahre den ganzen Zeit den Traktor mit dem Güllefass. Das ist normal. Ach, wer fährt denn da Stroh weg? Ist das Pascal? Nee. Wer fährt denn Stroh weg? Keine Ahnung. Ich fahre den Stroh weg. Ja, was redest du denn hier? Du fährst genau den Trecker. Ach so, du meinst, was du davor hattest. Kipps hat ein bisschen ungünstig ab, ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Die Ladeklappe da hinten, die Abladeklappe, die zappelt immer den Hänger rum. Musst ein bisschen weiter vorfahren. So, dann steig mal aus, nimm dir mal einen anderen Trecker, steig mal aus dem Trecker. Lauf mal rüber, nimm dir mal einen anderen Trecker, die stehen davor. Wenn du jetzt vorbeifährst, dann siehst du da hinten rechts, da siehst du die ganzen Trecker stehen. Nimm dir mal einen davon und spann dir von Gülle fass und lade Gülle ein. Du kannst Gülle dir hinterhängen. Scheiße, ich hab Corona. Dann hängen die da dahinter und dann schmeißen. Ich roll mal ein bisschen herum. Weiter bist geht's. So, ich bin jetzt infiziert. Geil. Oh, ich liebe diese kleinen Traktörchen. So, und dein Hänger mache ich fertig mit einer Ladung. Wie können wir noch? Pascal, wann wirst du Pellets machen? Wolltest du jetzt von diesem Feld schon Pellets machen? I'm a new up a do you would. Machen wir vom nächsten Feld Pellets. Wir machen hier erstmal lose Stroh, weil ich ja alle Ställe voller Kühe habe. Rüdiger, bist du... Nein, das hatten wir schon. Mit Pellets muss ich ja auch noch machen, das stimmt. Ja, können wir uns mal... Weiß ich nicht. Du musst mal den Rüdiger anschreiben. Ich habe dir den noch hier... Frag mich das nicht, geh rüber zum Rüdiger Julius und frag ihn, ob du das und das. Hab volle Belüftung in meinem Traktor. Ich bin nicht Rüdiger. Alle Fenster sind offen. Ja,
Hallo Ritter, kannst du mich mal erkennen? Und musst du nicht mehr. Nö. Aber Julius, wie gesagt, ich schreib dir nochmal den Kanal rein. Verstehst du? Guck mal, der Lukas, der sagt den Pierre Moin. Der Pierre schon. Was sagst du? So, hier, Julius. Geh auf den Kanal Rüdiger 1210, gib den in YouTube ein und dann frag mal den Rüdiger. Warte. Und nicht mich, weil ich weiß nichts von was. Ich bin nämlich nicht Rüdiger. Aber du, wenn du auch nicht Rüdiger bist, aber du weißt doch, hab ich doch schon gesagt, Mann. Nein, er hat was anderes gefragt und das musst du dir persönlich fragen und nicht mich. Felix, mein Gutstar, der Felix Ossi ist da. Ich grüße dich. Schön, dass du vorbeischaust. War das so? Nee, oh, ich hab schon, doch da. Tatsächlich. So, bin wieder da. Wie viel Gülle haben wir eigentlich? Gülle kannst du so viel daraus holen, wie du willst. Die müssen wir so bezahlen. Also aus den schwarzen Behälter kannst du so viel Gülle rausziehen, wie du willst. Ja. Leute, wer macht da die Mucke immer so laut? Na, das ist der kleine Bruder. Da war mein Bruder gerade. Lenny, hörst du wohl auf damit? Ja, na klar, hab ich dich vermisst, Felix. Du warst die ganze Zeit nicht da. Natürlich. Lenny! Immer der Kleine, der spielt so schön, ne? Aber seine Geschwister im Hintergrund, die sind dann immer ein bisschen anders unterwegs, weil sie ja nicht wissen, dass das eben so ist. Spielt immer so schön. So, und jetzt fällt mir das, ist, dass du leider, also bleibt dieser Server noch länger online? Nein, der Server geht nicht mehr online, der ist dann weg. Ja doch, macht mich nicht fertig. Schade, weil es wäre vielleicht später noch leiser geworden. Jetzt ist es ja schon etwas leiser geworden, aber es wird immer später erst leiser. Ja, ich glaub dir das ja auch, Felix. Darum geht's doch gar nicht. Ich hab dich trotzdem vermisst. Das wird so seine Gründe gehabt haben. Wenn du dich nicht meldest, wird er noch seine Gründe gehabt haben. Das ist mir vollkommen klar. Aber... das ist mir vollkommen klar. So, dann werden wir mal noch ein bisschen Stroh einsammeln, weil der Stroh. Jamie, der ist ja Stroh. Mit dem anderen Teil unterwegs, mit dem Güllefass. Stroh ist so billig und so günstig. Ja, nee, Stroh müssen wir haben, unbedingt. Wir haben ja die ganzen Kühe voll und die Schweine und wir haben ja kein Stroh. Stroh haben. Stroh ist wichtig. Richtig wichtig. Richtig. Hast du schon wieder Stress gehabt, Felix? Nee. Aber ey, wann hast du mal nicht Stress? Also bei dir ist das ja wirklich immer sehr turbulent, muss ich dir mal sagen. Ne? Aber du hast dich schon dran gewöhnt, glaube ich, an das Milieu. Dir gefällt es scheinbar. Lass den Scheiß ein bisschen liegen. Ja, von Olli und den hörst du ja gar nichts mehr, ne? Im Moment nicht, nö. Im Moment nicht. Weiß ich, was die beide machen. Na ja, gut. Dann ist das halt so, ne? Dann haben sie auch irgendwie anderweitig zu tun oder sind beide unterwegs oder so. Das kann ja alles möglich sein, ne? Ach so? Ja und? Inwiefern? Aber nicht, dass du jetzt mit YouTube aufhörst, Felix, das ist der verkehrte Weg. Also, ich weiß ja nicht, um was es ginge, aber ich würde es nicht tun, davon ab. Du hast eine sympathische Stimme, du machst immer schöne Streams, also ich glaube nicht, dass das jetzt hier so der ausschlaggebende Punkt ist. Vor allem mir ist auch aufgefallen, wenn man Gülle fährt, ne, mit diesem Güllefass, dann kommen unten so kleine Gülleabdrückchen. Mhm. Also die Form der Gülle. Achso, ja, dann ist gut.
Dennis, dann wäre das ja bestimmt merken. Ich muss im Gegenzug wegen der Bindung wecken, okay. Ich bleibe noch ein bisschen bei euch, auch wenn es an der Jugend. Ja. Jo, Julius, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Bam, 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 bam. Nein, das will ich auch nicht, denn spiel nicht mit, die kommen lieber, lass doch die Scheiße mit Disliken da, Mensch, dann ist immer blöd und du hast dich doch außerdem schon gewöhnt und das gefällt mir eigentlich, dass du das eigentlich so gut wegsteckst, bei mir ist nicht immer die Hölle los manchmal, aber das ist eben so, wenn man das dann so auseinander dividiert, ist dann nicht mehr so schön, weißt du, dann hat man immer natürlich die andere Partei immer bei sich drin und das streamt sich auch nicht schön, das finde ich schon, aber du machst das eigentlich ganz gut, du machst das immer ganz gut im Griff. Deswegen würde ich es beibehalten an deiner Stelle. Also ich würde mich nicht unterkriegen lassen, Felix. Sag dir ganz ehrlich. Ja, weiß ich ja Bescheid. Weiß ich ja Bescheid. Ihr Julius, dass du bleibst. Da weiß ich Bescheid. Ah. Der bleibt noch ein bisschen. Das ist doch schön. Ich weiß Bescheid, Julius. Auf jeden Fall. Das können wir nicht ohne nicht ziehen. Wir sind Menschen, die uns verstehen. La, 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 la. So, wenn du keine Zeit, keine Lust hast, Felix, du bist ein starker Mensch, habe ich festgestellt. Aber du, wenn du keine Lust hast, ist das gut. Wenn du keine Zeit hast, kann ich das verstehen. Aber Lust kann ich nicht verstehen, weil eigentlich hast du das doch immer ganz gerne gemacht. Habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, weißt du? Deswegen, du hast eigentlich immer ganz gerne gestreamt oder ganz gerne mit Leuten zusammengespielt. Und so hatte ich jedenfalls immer den Eindruck. Wenn du natürlich keine Zeit hast, kann ich das verstehen. Aber ich glaube, das ist bei dir eher im Hintergrund, du hast lässt dich immer so beeinflussen von den anderen, die da oben sind. Kann ich mir vorstellen, Felix, du machst das immer ganz gut, die Sache. Aber letztendlich will ich dir da gar nicht reinreden in deine Entscheidung. Da musst du ja für dich alleine entscheiden. Aber ich fand das immer ganz angenehm, dir zuzuschauen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber wenn du jetzt für dich sagst, nee, ich will den Scheiß nicht mehr, dann ist es deine Entscheidung. Jo, weiß ich Bescheid, Julius. Weiß jetzt nicht, woraus, aber nein. Ich kann jetzt nicht gerade. Ich versuche dir zu sagen, dass ich jetzt ein bisschen verstehe. Ja, das war ja auch so gemeint. Ja, so war es auch ein bisschen gemein. Ja. Hallo, und redest du mit dir selber? Nee, mit seinen aus dem Stream, glaube ich. Bei ihm hat einer reingeschrieben, kann das sein? Und damit redet Marlon. Ist ja immer so eine Sache, ne? Ja. Hä? Und das will er immer nicht. Ja, komm. Also ich kann das nicht sagen, dass mir jetzt der Antrieb im Moment fehlt. Nö. Also man baut eine andere Karte, Felix. Das ist immer das Beste. Nimm dir die Niemandsland-Karte, bau dir eine eigene Karte und mach da was. Dann genau. Kommt der Antrieb wieder. Ich mach das ja auch, wenn ich mal keine Lust habe oder ich habe mit Pascal jetzt 14 Tage keine Lust gehabt, dass wir da irgendwas gemacht haben. Dann machen wir einfach eine neue Karte, ob er oder ich oder so. Und spielen wir auf einer anderen Karte und geht doch auch. Wenn die andere Karte so ausgereizt ist, ich habe alle Silos voll gemacht und die ganzen Tiere und alles fertig und ja, dann ist eigentlich, dann weiß man nicht, dann hat man die Produktion am Laufen, aber möchte man wieder mal was Neues anfangen und dann baut man eine neue Karte und startet die ganze Scheiße von vorne und dann macht man das normal, also. Ja, ich weiß ja Bescheid, Julius, dass du hier auf dem Kanal bleibst, ein Livestream, weiß ich doch Bescheid. Alles gut.
Guck mal, und ich habe ja zwei Karten. Ich habe jetzt Pascal seine Karte, seine neue, die haben wir erstmal angefangen, da haben wir noch gar nicht lange drauf gespielt. Und dann haben wir diese Karte jetzt, wo wir jetzt auch alles machen müssen. Also, wüsste ich. Mir fehlt die Motivation eigentlich nicht. Also, ich finde immer neue Sachen. Stimmt aber nicht. Es hat mit uns beiden nichts zu tun. Ich meine, wenn du natürlich anders drauf bist, ich will dir da auch nicht freilegen. Aber... Uli? Ich habe an deinem Haus noch ein bisschen was geändert, beziehungsweise ich bin gerade dabei. Oh, also, die Weg gerne hersehen. Höhle soll er ja machen. Das, ist ja Nö, das soll er ja auch machen. Er ist auch kreativ. Ja, das ja stimmt. Das Pascal ist mal kreativ. Also so viele Nachrichten, wie ich heute hier im Chat hatte, hatte ich ja noch gar nicht. Ich hatte über 1322 Nachrichten geschrieben worden. Das ist aber ganz schön viel, Jungs. Ich habe viel geschrieben und dafür bin ich euch dankbar. Das ist eine gute Sache, wenn man sich mit dem Stream unterhalten kann, also mit dem Chat, der mit den Zuschauern unterhalten kann, ist das richtig gut für uns. Ne? Da kann man dann viel reden. Das bringt dann viel, viel, viel Stimmung. So oder so. Aber ich finde das gut. Haben wir so eine Scheiße, oh, das interessiert uns nicht. Also mich interessiert sowas nicht. Mhm. So, dann werden wir mal, wie weit bist du mit deiner Ernte? Du bist ja gleich fertig, wa? Ja. Schon mal gucken, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem wieder 4 Stunden schon gestreamt, ne? Ja, brauchst ja nicht streamen, aber die Karte läuft noch weiter. Ich bin noch nicht fertig mit Bauen. Mich schickst du halt nicht von der Karte, so klatsche ich jetzt bald. Wagt dich dann nicht mal. Kannst deinen Sohn kannst beim Stream auf dem Handy zugucken, interessiert mich nicht. Oder holst du dir ein Tablet von Tommy ran? Du kriegst mich hier auch nicht von der Karte. Hey, fang mal nicht an zu meutern, ja, das nenne ich Meuterei. Ach nee, ich wollte ja, dass du auf meine Karte kommst, haha. Von daher. Ja, Rudi, da hast du zugesagt. Meuterei auf der. Du hast zugesagt beim Robert und bei mir. Nee, mir fehlt der Antrieb. Felix, hör auf, Felix. Siehst du, das kommt davon, weil du so selten mit uns zusammenspielst, Felix. Dann hätte dir genug Antrieb. Und Rudi hätte schon den Antrieb verpasst, mein Bester. Ja, ich glaube, der Rudi hat so viel versprochen dem Felix, dass er Felix keinen Bock mehr hat. Ach so, der Felix soll auf ach, der hat Bock, ja klar, der Felix Bock ist auch knall gemeint. Wie Felix? Marlon? Ja? Das nächste Mal, wenn du ein Feld bearbeitest, mein Kleiner, pass bitte mal auf, dass du nicht so viel vom Feld runter machst, Stroh, ja? Ist bloß ein guter Rat, wenn nämlich du kriegst das nicht mehr weg, das Stroh bleibt da ewig liegen, du kriegst das nicht mehr entfernt hier vom Rand. Was ist das Stroh? Ja. Also, dass das nicht so vom Feld runter raufkommt, meine ich, das kriegst du nämlich nicht weg, den Scheiß. Auch beim nächsten Feld bearbeiten, bleibt das Stroh immer da liegen. Das muss ich jetzt alles wieder einsammeln, weißt du, mit dem Aufnahmewagen. Weißt du, was ich meine, ne? Also nein, vom Feld ist alles, alles was auf dem Feld liegt. Nee, Rüdiger, das kannst du aufsammeln, das habe ich letztens auch gehabt. Ja, das ja, ich weiß, das muss man, das, deswegen, da muss ich immer langfahren und halt aufsammeln. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Bewegung nee, macht wenn er schlank. Wenn er eine Bahn liegt, ist das nicht schlimm, aber eben war das so verstreut, deswegen, das ist dann schon macht sich nicht so gut. Eine Bahn ist nicht schlimm, die kriege ich weg, das ist kein Thema. Also die nehme ich mit weg. Ja, Julius geht nicht. Bis zum Ende bei euch, weil ich auf bis hier aufhören. Jo, weiß sie Bescheid. Meine Oma kann gar nicht zum Jugendspiel. Oh, schade für deine Oma, finde ich. Julius, schade.
Gut, okay, dann ist das Feld gleich unfertig. Dann hat der Super. Rudi seine Kackwache da. Hey, ich brauche Stroh. Ich brauche unbedingt Stroh. Ja, du bekommst doch deinen Sonst Scheiß drum, mein Gott. Stroh ist Hallo, ich nicht wichtig. rum. Hier ist der Manfred, Alter, nicht rumholen. Hier geht's rund und steil bergauf. Hui. Hui. Aslan, Aslan. Jimmy hörst du überhaupt gar nicht mehr, der sagt gar nicht mehr. Jimmy, bist du auch noch da? Bist du leise geworden? Ja, ich bin noch da. Es ist abends immer so. Abends, wenn ich dann etwas müde werde, dann Ja, von den Geschwistern, da würde ich auch, glaube ich, müde werden. Naja. Wenn die rumschreien, dann nicht, Ja, das ist, natürlich, weil ich aber. jeden Morgen immer um 6 Uhr aufstehen muss und dann abends bis um 21:30 Uhr spiele. Baby, der Papa von Kimberly ist da. Der Papa von Kimberly? Und wo ist Kimberly? Am Schlafen, oder wie? Er ist ja fast mit dir. Hier Super da. so. Super da. Die wissen schon, dass es morgen noch zu hören ist, ne? Ach, das ist doch egal, weil der Papa da ist, das ist eine normale Sache. Ist doch gut. Ist doch nicht schlimm. Die meisten wollen auch Privatsphäre, nicht, dass da ein. Ich kenne ja den Papa nicht und ich kenne Kimberly auch nicht. Das ist mir das vollkommen Latte. Die Kimberly, die geht neu in meiner Schule. Ach so, deine Freundin? Auch Rüdi. Ja, da muss ich fragen. Das ist mir ja wohl. Rüdi. Meine Freundin. Rüdi. Die ist Ah. leider schüchtern. Ach, dann Weil du ich auch, bin, ne? ich selbst bin ja eigentlich auch schüchtern. Bis auf PS4, da traue ich ja gleich sofort loszusprechen und so alles. Aber so im echten Leben, da bin ich sehr schüchtern und so alles. Ach Und so. deswegen fange ich erst mit Leuten an zu reden, die erst mit mir reden. Ach so ist das. So wie Marlon, ne? Marlon ist auch ein Und ich glaube, bisschen das gleiche hat sensativ. Kimberly auch, weil Kimberly redet auch den ganzen Tag nicht mit mir. Ach so ist das also. Ja, so ist das bei Marlon auch. Guck mal, Marlon ist jetzt schon ein bisschen älter als du, aber der ist genauso. PlayStation quatscht da wie so ein Wasserfall, aber wenn eine Frau ihm gegenübersteht und ein Mädchen gegenübersteht, der sagt er gar nichts mehr. Der knickt den Kopf ab und dann haut er ab. Marlon? Ja. Ja, Ich ist so. gesagt. Da kann Ja, ich weiß nichts ich doch. machen. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ich weiß, dass das so ist. So schüchtern Irgendwie ist der ist es Maler immer auch abgelehnt. unterwegs. Ja, keine Ahnung, ist YouTube. Julius. YouTube ist scheiße so. Meine Meinung. Also YouTube ist auch kein Streaming-Programm. YouTube ist eigentlich nur eine Aufnahme, also da wo man Aufnahmen erstellen kann oder so. Kein Streaming-Programm. Normalerweise ist Twitch dafür da. Gibt's in Twitch Copyright? Ich habe auch Twitch, ja. Ich bin auch auf Twitch. Aber im Brauchst du kein Moment Copyright. Bei Twitch mache ich darfst noch du nicht so Musik. richtig was auf Twitch. Bei Auf Twitch Twitch. werden die Videos da nicht gespeichert, die gehen automatisch. Wie gesagt, ich bin auch auf Twitch unterwegs. Ich bin auf TikTok, ich bin auf Twitch und ich bin auf YouTube. Ich bin Wo haben überall zu sie? sehen. Wo haben sie Naja, denn? also ich hab vielleicht Twitch, aber auf Twitch mache ich keine Videos. Ich habe ein Video Aber auf wo haben Twitch, sie das. denn? Sag mal, Marlon, wo haben sie die eigentlich nicht rum? Auf TikTok, ja, da mache ich auch Videos. Zum Beispiel dieses eine Tanzdingens. Da habe ich letztens getanzt, ey, das war so. Vielleicht diese ganzen Idioten bei TikTok schon sehen, wie sie sich da peinlich machen, nur um irgendwelche Likes. Das ist so asozial. Ich Ja, weiß, aber ich mache auch was anderes. Ich habe nur einmal getanzt. Also, ich habe das nur versucht, halt diesen Dings zu machen da. Und sonst bringe ich mal sowas raus wie die neuen Busse von der Stoag oder neue Busse von der Bukestra und so, die zeige ich dann. weißt du, wie man TikTok heute auch nennt, in der heutigen Zeit? Wie denn? Na gut, Uli hat jetzt einen Livestream an, deswegen kann ich das Sag jetzt nicht das sagen. doch. TikTok nennt man heute auch Aussuchprofil für Kinderschänder. Ist wirklich, ist kein Witz. Naja, es geht immer, das ist natürlich. Die Plattform ist da, da hast du vollkommen recht, Pascal. Wenn sich welche so da bieten oder so zur Schau stellen,
wie bei dem Dings, dann kann man das sich dann vorstellen. Also Spieler, ich kenne das überhaupt gut, gar nicht. Wollte, diese TikTok ja. Heißt das? Ich habe noch einen Bruder, er heißt Lukas Oppermann. Ah, okay. Ich kenne das gar nicht so. Ich kenne das nicht. Ich habe noch einen Bruder, der heißt Luca. Ja, er heißt Lukas, aber Mann. Ja, weiß ich, dass er jetzt so heißt. Genau. Kinderscheinerprofile, super. Schade, 22:01. So, ja, Robert ist ja auch jetzt, der ist mal pünktlich, der Bengel. Ich bin am Ausbauen, wenn du mich jetzt von der Karte runterschmeißt. Der ist richtig, gut, nee, er hat noch Ladebildschirm. Also wenn Robert du mich auch jetzt von der Karte runterschmeißt hier, ich mache noch was fertig, Junge. Ich bin noch, gehe gleich nach Robert drüber. Ich habe euch das gestern schon gesagt, hört auf zu heulen. Ich habe gestern gesagt, dass ich bis 22 Uhr mache und dann gehe ich Robert gucken. Das habe ich aber gestern alles schon angekündigt, das ist nicht neu erfunden. Okay, dann schalte ich jetzt aus dem Drescher und dann bleibt er voll und dann zack. Fertig. Nein, ist er noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht weg, aber ich sag so, das mal, weil der Robert ist ja noch im Ladebildschirm. So, Leute, ihr habt es gehört. So, und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Karte an. Und wenn ihr wissen wollt, was ich jetzt mache, Philo spielt. Ich wollte Pferde reiten. Könnt ihr da reingucken? Philo, dann reite doch. Philo spielt auf Twitch. Schaue ich mir an, natürlich, ne? Ist ganz klar. Aber Rüdiger, wenn ich dann hier von deiner Karte bin, kommst du dann auf meine? Eigentlich? Oh, ich komm daher auf deiner Karte. Ich mach nur die beiden Mods für dich weg, dass du nicht so viele Mods laden musst. Wenn ich das kann, dann werden wir schauen, ne? La la la. Wo sind denn die Pferde? Na, auf dem Hof. Und wo auf dem Hof? Auf dem Hof, bei den Kuhstellen, ganz hinten an der Wand, ganz hinten rechts an der Wand, da hinten ist der Pferdestall, ganz hinten rechts. Oder links, oder ganz hinten in der Ecke ist der Pferdestall, ganz hinten. Ich fahr schon mal den Traktor mit dem Güllefass zurück auf dem Hof. Da ist der. Das ist gut, Philipp, dass du bis jetzt gespielt hast. Das ist doch gut. Dann hast du dich ja richtig müde getobt, wa? Ja, um ehrlich zu sein, wenn man echt so viel arbeiten muss in Landwirtschaftssimulator, dann kann das wirklich auch schon müde machen, ne? Ja. Man muss ja dann auch, man hat auch mal was zu tun. Und dann ist das klar. Das zerrt natürlich. Dann wird man so ausgedämpft. Ausgedämpft hat, hat mir gefallen. Wir sind auf dem Pferd. Dann schaltet sich der Körper langsam ab und setzt sich in die Ruhe. Genau. Weil Landwirtschaftssimulator ist eigentlich, glaube ich, ein Spiel zum Entspannen und so alles. Hier geht es jetzt nicht darum, der Weltmeister mit Millionen von Dollar zu sein oder sowas. Nö. Eigentlich geht es hier darum, um die Landwirtschaft. Man kann sich hier entspannen. Hier ist es nicht so wild wie in Fortnite, wie ich das herumgeschieße den ganzen Zeit. Du bleibst echt so lange wach. In Corona-Ferien bin ich einmal von abends bis 7 Uhr morgens wach geblieben. Ja. Nur durch Fortnite, weil ich dort den ganzen Zeit nur beschäftigt war. Fortnite macht einfach nicht müde, also zu Abend sollte man eigentlich schon irgendein Spiel spielen, was halt langsam müde machen könnte. Naja, man darf das nicht verwechseln, Pascal. Wir finden das vielleicht auch, aber die Kinder, ist kindergerecht gemacht oder irgendwas muss da ja bei sein, dass da so viele spielen. Kindergerecht gemacht. Ich weiß es doch nicht, ich kenne das Spiel so eigentlich gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn da so viele spielen. Das hat vielleicht gar nicht so. Aber die spielen ja eine ganze Menge Fortnite. Da hört man ja von vielen, die das spielen. Ja, also dort gibt es schon viele Spieler, aber es werden langsam immer weniger. Mhm. Weil fast früher jede Season, ne, jede neue Season, hat man sofort immer die Bots gekriegt. Aber jetzt kriegt man die größten Pros ever. Also die. Sind schon krass.
Was ist jetzt ein Pro-Sohn? Also, dass er so richtig gut ist und so alles, also dass er jeden wegballern kann. Mhm. Weil in Fortnite kann man auch bauen und so alles. Hat man so eine kleine Anleitung mit einem Stift in der Hand und dann gibt's dafür 4 bestimmte Tasten, womit du zum Beispiel jetzt ein kleines Dächlein bauen könntest. Oder einen Boden. Ist das jetzt aktuell? Oder eine Treppe. Oder, ja, eine Wand. Und die kannst du auch noch editieren. Und da gibt's halt die Pros drinnen in Editieren. Die editieren das mindestens in einer Sekunde fertig. Mhm. Und ich brauche dafür eher gesagt nur noch 3 Sekunden. Mhm. Zwischendurch, also knapp bin ich jetzt schon bei 2. Hab sogar Fortnite Livestreams und normale Streams gemacht. Also so? Normale Videos. Ja. Ach so. LS habe ich natürlich auch schon mit meinen lieben Knutilein. Was ich am Montag mache, ich bin in der Berufsschule. Der Berufsschule bin ich. Ich hab was zu tun. Ja. Ich bin in der Berufsschule. Wer ist das denn hier mit den Güllefass vor mir? Das bin ich, Elementarlinie. Aha, das bin ich nämlich hier auf dem Pferd. Bin ich nämlich auf dem Pferd. Jetzt bin ich hier auf dem Pferd. Marlon reitet gerade quer durch die Prärie. Ich reite gerne. Und dann gib Jas an. Oh. Kriegst du mich noch? Da rennt er. Nein, du kriegst mich nicht langsam, ich sehe es auf der Karte. Yeah. Oh, ich renn so schnell, wie ich nur kann. Mann, wir sind fast gleich schnell, ja? Tschüss. Ich springe einfach gleichzeitig. Alle machen Wettrennen. Pferd macht mit. Ich zeig dir gleich Wettrennen. Kannst du auf einer Kuh reiten? Mal gucken, ob die auch Bock hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man auf einer Kuh reiten kann. Kann man bestimmt. Oh. Nee, warum kann man auf eine Kuh nicht reiten? Wer weiß das? Weil die einen Euter hat. Nee. Weil die irgendwas erzeugt? Weil es eine Frau ist? Nein, auch nicht. Hat einer noch eine Ahnung, warum man nicht auf eine Kuh reiten kann? Weil es kein Pferd ist. Ja, das ist logisch. Aber es stimmt alles nicht. Sonst man kann ja auch ein Kamel reiten und so. Aber bloß es ist deshalb, weil eine Kuh eine ganz gerade Wirbelsäule hat. Und ein Pferd hat eine gebogene Wirbelsäule und eine Kuh hat eine ganz gerade Wirbelsäule. Und wenn man auf eine Kuh reiten würde und ist zu schwer, dann bricht man der Kuh platt weg die Wirbelsäule, weißt du? Deswegen reitet man nicht auf eine Kuh. Deswegen ist eine Kuh kein Reittier. Ich will dich striegeln, hallo. Hacker. Bleib doch mal stehen jetzt. Endlich. Striegel mich doch. Komm her, du böses kleines Herdchen. Ja, striegel mich doch mal. Geh mal, Marlon, leg das wieder drauf an, ne? Ran an den Feind. Schmeiß ihn in die Bucht und entstriegel ihn. Wir können ja ein Pferdewettrennen machen. Rüdiger, ja, was hast du, mein Jong? Rüdiger. Ach so, ich nehme mal an, dass ich morgen spätestens um 16 Uhr auf dieser Karte wieder bin und dann kannst du auch gerne da mitspielen. Würdest du mal bitte die Musik im Hintergrund nicht so laut machen? Oh, warte mal. Ich gleich wieder einen Anschiss. Bin halt zwischendurch sehr schwer im Achten. Hörst du die immer noch? Weil das ist eine etwas lautere Musik, die haben wir jetzt Moment hören wir sie, im Moment hören wir sie nicht. Aber bloß... Okay, Pepe. Dann würde schon ein Moderator schon... 3, 2, 1... Versuch das Tor zu knacken.
Ja, Philipp, da musst du dich darauf verlassen, dass die Karte leer ist, wenn du dazu kommst. Oh, scheiße. Ich sag das nein. Ja nicht gerne, aber das ist halt so. Wenn die Karte voll ist, und ihr kommt danach an, dann könnt ihr natürlich auch nicht hier mit mitspielen. Für wen auf jeden Fall Platz gehalten wird, das ist für mich. Ja, na, du bist ja so immer dabei. Ich meine, ich kann ja für Pascal den Platz, der muss ja da sein, ne? Klar. Also der ist ja immer da. Würde ich auch noch okay, machen. Mein lieber Pepe, denn... Steigen wir jetzt mal. Das bin ich, du kannst mich auch Marlon nennen. Marlon, okay. Tschüss, dann steigen wir jetzt in den Kuhstall. Und ich bin aus Versehen wieder rausgeritten. Ach, Rudi, wir spielen. Habt ihr denn überhaupt den Reitplatz vor dem Pferdestall gesehen? Ja. Die Reitbahn, ja, habt ihr gesehen, ja? Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wieso nicht direkt vor dem Pferdestall? Ich hänge im Traktor fest. Pepe, kann es sein, dass mein Pferd einfach schneller ist als wie deins? Keine Ahnung. Ich kann jetzt gleich in die Party nicht kommen, weil ich jetzt gleich Robert gucke. Das habe ich aber schon 100 Mal gesagt, dass ich jetzt gleich Robert gucke. So, mein lieber Pepe, jetzt geht's weiter. Und den kann ich ja nicht da immer quatschen, wenn ich ihn verstehe. Ich möchte das Spiel gerne verfolgen und das ist der Schluss von dem Spiel und deswegen muss ich da gucken. Das Problem ist, bei mir backt es halt ein bisschen herum, so dass ich nicht früh genug springe. Dadurch kann ich nicht richtig reiten. Ach, später kannst du das. Ja. Weil die Map buggt jetzt halt ein bisschen, weil die Map wird gerade erst angefertigt. Ich bin mit dem Pferd. Kommst du mal kurz, das musst du dir ansehen. Okay, warte, ich komm angebreddert mit meinem Pferd. Du weißt ja, wo ich bin. Ich glaube, das tägliche Reiten haben wir auf jeden Fall in 0, nichts abgeschlossen. Ich bin an einem Baum. Hier hinter, da wo das Grüne ist. Guck mal, ich schwebe in der Luft. What the? Haha, lol. Hey, lol. Die töten deine Pferde. Ja, ich merke das schon. Morgen gibt's Wurst. Wir töten jetzt rötes Pferde. Oh yeah, oh yeah. Ich töte so, es nicht. Essen mit meiner Oma. Ach schön, schön, dass du essen gehst mit deiner Oma. Dann guten Appetit. Da, ne, schon mal. Da, ich weiß, dass du dahinter bist. Leider. Ich wüsste es auch so. Chat spielt hier ganz schön verrückt. Ja, also ich kann schon verrückt spielen. Nee, ja, mein nee. Chat nicht. Ach so. Ja, mein Chat hat auch irgendwie ein bisschen mit den Server immer zu kämpfen. So, jetzt pass mal auf, komm durch mal. Die schönen Warte mal bitte ganz kurz, ich muss noch mal was setzen. Nee, du nicht. Ich meine jetzt gar nicht. Ich meine jetzt die anderen beiden. Haltet mal an mit eurer Pferde oh, und haltet mal mit diesem Pferdestall. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Pascal, yeah. Bitte achte auf die Slots, Pascal. Ja. Das sieht zwar super aus, aber verbau dich die ganzen Slots, weil mein Junge. Pascal, das hat sie wunderschön gemacht. Mit ja, das, klar ist das wunderschön, aber das kostet alles. So ein Haus kostet immer wieder einen Slot, den er da hinten. Und den stellt. Auto. Und das Auto hier, den LKW in dem Fluss, ey, das alte. Gefällt mir auch sehr gut, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Slots gucken. Das ist wichtig. Schade, dass man keine Mod installieren kann mit unendlich langen Slots oder wenigstens die mehreren Slots vermehren kann. Nee, das geht nicht. Ja, weil Giants das nicht macht. Kommt mal her, beide mit eurer Pferde, kommt mal zurück. Giants ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, egal. Schneller. So, Rudi hat schon wieder spioniert, ne? Nee, ich habe gerade eben gesehen, weil ich dem Pferd gefolgt bin. Die sind dahin geritten und deswegen bin ich da nämlich mitgefahren. Deswegen habe ich das gesehen. Siehst du, er kann nur beobachten, das ist sein Job. Nee, kann ich nicht. Ja, und andere Leute von der Karte schmeißen. Guck mal, wie negativ er mich schon wieder darstellt jetzt, ne? Und andere Leute von der Karte schmeißen. Wie zum Beispiel von Pascal.
Wie zum Beispiel Pascal von der Karte. Was denn, Philipp? Was denn, Philipp? Was hast du was geschrieben, was ich nicht gelesen habe, mein Bester? Ja, der Stream spinnt hier bei mir und deswegen kann ich das nicht alles so mitlesen, dass das gewusst hat. So, Rudi, ich geh noch mal in aller Ruhe ein Rauchen und zeigst es nicht aus der Perspektive, du gehst mit deiner Figur am Ausgang. Mhm. Ne? Nicht ja. Aus der oberen, sondern geh mal richtig lang da. Bei mir spinnt hier ganz YouTube rum im Moment. Richtig dolle. Richtig dolle. Habe ich aber schon beantwortet, Philipp. Ich habe das gesagt. Ich kann nicht in die Party kommen. Ich hatte darauf geantwortet, weil ich gleich bei Robert gucke. Wie sich das anhört, Luna, willst du Luna reiten? Wie sich das anhört, willst du denn jetzt hier? Wer hat eigentlich den am Hacker gegeben? Nee, die haben automatisch, das mache ich nicht. Die sind automatisch so getauft. Das habe ich gar nicht. Ja, aber man kann den Namen eigentlich auch umsetzen. Jago. Ja, Philipp, das weiß ich nicht. Da musst du mal die fragen, ob der Jason oder der Jenny oder Jason oder der Marlon bei dir in die Party kommt. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt von hier nicht sagen, weil ich habe da keinen Einfluss drauf. Der hat nämlich gefragt, der Philipp, ob Marlon, ob du bei ihm, bei Philipp in die Party kommen kannst. Oder der Jamie, der in die Party kommen kann. Muss jetzt mal meinen Onkel fragen. Ja, genau, genau. Rüdiger! Boah, den alten Mann hier fast umgewahren. Ey, wie läuft der? Ich hab mich über den Haufen gekarrt. Ich hab mich bei über den Haufen. So, kommt mal bitte jetzt, lasst mal eure Technik stehen und kommt mal zum Wohnhaus gelaufen. Wo bist du denn? Jenny und Marlon, kommt mal zum Wohnhaus gelaufen. Hier bin ich. Hinter dir. Ja, komm mal mit zum Wohnhaus. Du sollst nicht fahren, du sollst laufen. Ey, Rüdiger, was geht? Na, Rüdiger? Jamie antwortet mir nicht. Ich hab beide eben gefragt. Hast du das nicht gehört? Ich hab's doch gehört. Ich komm ja gerade. Ich bin Nein, ich meinte mit der Party mit Philipp. Also. Ach so. Ich hab gefragt, aber die haben mir keine Antwort darauf gegeben, also kann ich nicht. Na, Rüdiger, wie geht's? Wie geht's, Rüdiger? Was geht ab? Gut, dass die Tiere dich nicht irgendwie schubsen, ne, Rüdiger? Kannst froh sein, dass es LS ist. Ich finde das schön, ich finde diese Weiden so schön. Diese überhaupt, diese Weiden finde ich so schön, weil die sind schön. Finde ich richtig gut. Gefallen mir sehr gut. Der springt hier rum, ne? Wie so ein. Nee, ey. Hüllebecken, da muss durch. Du Hüllebecken, der fucking Schüler. Ey, der reitet ja immer noch, du sollst das Pferd zurückstellen. Ach, er kommt mit Pferd an, dann soll ich halt. Er kommt mit Pferd an, wir sitzen hier. So, jetzt betreten wir erstmal den Hof. So, jetzt betreten wir den Hof. Dann gehen wir mal durch die neue Parkanlage, die Pascal hier gemacht hat. Der hat den gleichen Erholungspark geschaffen. Naja, wo du dich wieder aufgeregt hast. Nein, ich reg mich nicht über Pascal, ihr dürft das nicht falsch verstehen, Pascal kennt das. Ich reg mich nicht über seine Bauart auf, ich reg mich darauf auf, dass er so viel Slots verbraucht, wenn er so eine Häuser immer wieder dahin stellt. Nicht über seine Art, wie er das macht, also darüber reg ich mich gar nicht auf, das weiß ich, ich kenn Pascal ja. Ach wirklich, Rüdiger? Ja, die hat auch Übernachtungshäuser für Marlon hingestellt, da kann Marlon drin schlafen. Mit wem denn? Ey, tu, dass du mit deinem Trecker hier rauskommst, du Sack. Ich hab gesagt, zu Fuß und nicht mit dem Trecker. Pferd ist unterwegs. Ruderboote hat er hier auch hingestellt. Super. Ach, das schön. Sieht schön hier aus mit dem mit der Windmühle und dem Trecker. Das ist ein gutes Bild hier. Ja. Kann man noch rein. Aber ihr seht nicht viel, wenn ich hier umherlaufe. Das ist nicht doof. Aber. Wenn ich im Trecker sitze, seht ihr viel. Das hat der Rüde gebaut, das würde ich niemals sagen.
Das hat der liebe Pascal Liga, gebaut. Das ist jetzt eigentlich 20 nach. Ne? Ja, ich mache jetzt auch Schluss. Nein. Doch, doch, doch. Ja, aber komm, aber... Genau, komm später bei mir nochmal vorbei. Wenigstens so, das. Im Garten gelandet, ne? Im Garten. Wo ist der Garten? Wo ist der Garten? Na, auf der anderen Seite vom Haus ist der Garten. Auf der anderen Seite ist der. Wo seid ihr denn? Wenn du auf dem Hofgrundstück bist, dann auf der einen Seite ist der Garten und auf der anderen Seite ist der... Wo ist der Garten? Der zerstreut der hat nur erstmal eine Nachricht gesendet. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? So, und hier ist denn der neue Park. Der neue Park, den ist hier angebaut. Den mit dem Häuschen mit den drei. Dann die Windmühle hier hinten. Und dann kann man auch von der Windmühle aus. Pascal, das sieht da richtig gut aus. Pascal, das sieht da geiler aus als irgendwie eine Landwirtschaft in echt. Oh ja, der hat schon Style. Der hat schon Style, der Junge. Und dann bis morgen, meine lieben Leute, ist ja. So, der Jamie, der haut ab, der Marlon haut auch ab. Ich mache einfach jetzt den Stream zu Ende. Wenn keiner da ist, hat er Pech gehabt. Tschö, bis morgen. Wartet, ich muss Jamie, noch den Trecker wegbringen. Lass es dir gut gehen, mein Bester. Und schön, dass du da warst und komm denn wieder, ne? Okay? Habt ihr gesehen alles, ne? Sieht schön aus, hat der Pascal schön gemacht, ne? Ah, das sieht schön hat aus. Hat auch wieder, so hat er auch wieder, denn die ganzen Bäume, ich heul bald. Wenn ich dieses Lot sehe, die er verbraucht hat, heul ich. Aber... Rüdiger. Schönen Tag noch an euch allen und dann bis morgen. Rüdiger, bleibst du noch eine Party? Schlaf schön, mein Bester, ne? Und schön, dass du bei uns warst, ne? Lass es dir gut gehen und wir hören uns morgen, okay? Gute Nacht, aber ich glaube, ich gehe noch nicht schlafen. Ne, musst du auch nicht. Das ist mir egal, was du machst. Du kannst mit dir machen, was du willst. Es ist deine Freizeit. Mach was Rüdiger. Du willst. Dann bis morgen. Bis morgen. Rüdi. Bye, bye. So, ja, bye, bye. Pascal sagt bye-bye, der Philipp sagt bye-bye und der Marlon und der Rüdi, die sagen jetzt auch bye-bye, nämlich wir machen hier mit diesem Bild vom Haus, vom angelegten Haus, da ist der Garten, hier seht ihr auf dieser Seite, seht ihr den Garten angelegt, und aber da zeigen wir nochmal, wenn das alles gewachsen ist, auf dieser Seite ist der noch, ja. Bleibt ihr noch eine Party oder jetzt? Erholungsstation für mich und alle anderen, die da noch sind. Ja, wissen. So. Ihr Lieben, dann sagen wir euch mal von hier, schönen Abend noch euch allen. Schön, dass ihr da wart, überhaupt noch, ne, dass ihr da zugeschaut habt. Und wir sind morgen wieder auf dieser Karte und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Der Marlon sagt mir jetzt in meinem Stream nochmal, tschüss euch allen. Er sagt nichts. Nee. Warte. Aber die Zuschauer, die sagen ja tschüss, aber... Läuft der Verrückte. Seht ihr bleibt der jetzt irgendwie auf der Party oder so? Ja, in der Party bin ich ja noch drin. Ich mach bloß erstmal den Stream Schluss. Guck mal, also, da rennt ja noch gut. Der Verrückte. Wo bist du denn jetzt hin? Lass die Frauen in Ruhe, dann ist das die Mädchenwohnheim, wo du hinläufst. Wo bist du denn? Jetzt guck dir zu, du Sack. Moment, wo ist ein Wohnheim für Weiber? Na, da, wo du hingelaufen bist. Alter, da, Pascal. Das Haus, da hingestellt hab. Sag mal, er hat das Pferd hier einfach stehen lassen. Reite mal das Pferd auf den Hof zurück. Das sind hier... Marlon, das sind die Nuttenblöcke. So hätte ich das jetzt aber nicht ausgesprochen. Edeltraut, Waltraut, Elfriede, Lisa, Elfriede, Dolly Buster, die wohnen alle hier, die ganzen Nutten. Und Pascali und eine Pascali auch. Pornodarstellerin, weiß ich. Dolly Buster hat mir gefallen. So, und wenn er jetzt mit dem Pferd da angekommen ist, mache ich den Stream zu Ende. Ich habe schon 100 Mal Tschüss gesagt. Wo seid ihr denn eigentlich? Leute, wir treffen uns alle am Haus zum Tschüss sagen. So, ganz einfach. Na, waren wir ja schon mal. Ich war doch da. Wenn du da nicht da bist, ist doch dein Mensch schon da. Also, ich war im Baummenü. Ich bin die ganze Zeit am Haus. Er muss erst mal das Pferd zurückreiten in den Stall. Falsch, rechts rum mit dem Pferd. Rechts, weißt du, wo rechts ist? Rechts rum, weiß nicht, wo rechts ist. Er rennt links rum.
Jetzt geradeaus, das ist super. Super, super, geradeaus, 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 geradeaus. Jetzt links, jetzt links, 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 links. Na komm, da können wir das ja auch noch mal nutzen hier. So Leute, also schön, Lord, dass ihr dabei wart. Ich sage tschüss. Okay, ja, so. Und nur wegen Platz, die Bäume kannst du immer wieder verkaufen, weißt du, ne? Ja Leute, wir sind jetzt auch noch gleich auf meiner Linie Niemandsland und ich hoffe, dass der Rüdiger, dass der liebe Rüdiger auch noch auf meine Karte heute noch kommt. Jetzt läuft Marlon über den Reiter, dann ist der Reitplatz, Marlon, wo du jetzt langläufst. Marlon, geh einfach auf die Karte, dann gehst du dahin, wo das Wohnhaus ist, drückst darauf und dann gehst du auf Besuchen und schwupp stehst du am Haus. Warte mal, wo ist das denn? Wir gehen ja, sofort die Karte in... ist einfach zu groß. Also hier ist die ist einfach zu groß. Wo seid ihr denn? Ich stehe am Wohnhaus. Wo Rudi ist, weiß ich nicht. Rudi ist bestimmt wieder bei Brunnhilde im Nuttenblock. Nein, ich stehe auch am Wohnhaus. Ach, guck mal, da ist ich ja der alte außerdem, ich bin auch, ich war noch guck hier mal, hier die alte Wurstpelle kommt. Wollen wir am guck See mal mit. Marlon, komm jetzt endlich mal. Komm, wir machen am See Feierabend. Marlon, nee, im Garten. Wir machen im Garten Feierabend. Ich komme. Wo du die neue Dings gemacht hast, da gehen wir hin. Wo was? In die Sitzecke. So, komm mal, Marlon. So, Rüdiger, komm ich her. Komme. Kommt mal hierher. Da ist der Erste. Pascal ist schon da. Pascal hat's ja auch gebaut. Also der will ja wohl wissen, wo das ist. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Genau so ist es. Pascal hat's ja gebaut. Das warten wir bloß auf unseren Marlon. Marlon. Achso, du weißt, dass du bei den Lichten, bei den Häusern da hinten das Licht einschalten kannst von drinnen, ne? Ja, ich weiß. Da ist er schon, da kommt er schon angeblinkt. So, Leute, hier seht ihr den Marlon und den Pascal noch. Und der Jamie ist schon weg, aber wir sagen trotzdem jetzt alle gemeinsam, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder auf dieser Karte, auf jeden Fall. Schlaft alle gut. Abstand halten. Hallo. Ey, 1,50 Abstand halten, ja? Oh, jetzt hauen sie mir ab aus dem Bild, die Streusel. Abstand halten hier, Abstand. Ran an den Feind, ja, du komm mal ran. Guck mal, wie diese Pussy heute aussieht, ne? Hat sie aber schnell in andere Klamotten geschmissen. Schlappschwanz. Ey, komm her, du. Komm her, oder was sagst du dazu? Benimm dich mal jetzt. Rudi wollte uns im Bild haben. Ja, er will uns im Bild haben, nicht deinen Arsch. Ja, ihr sollt mal hier bleiben. Marlon. Bleibt mal da. So, Marlon, sag mal tschüss. Marlon, mach mal ordentlich jetzt. Mach mal tschüss. Das machen wir immer so, Marlon, da musst du dich dran gewöhnen. Wenn du mit mir spielst, musst du auch zu ja, das kenne ich so, ja, das kenne ich ja schon von dir. Leute, haut rein, ne? Ciao, das war schön mit euch. Und Marlon, tschüss und Pascal, tschüss. Jo, tschüss. Tschüss, Pascal. Ach ja, tschüss, Leute. Hallo. So. Guck dir mal diese alte Schwuppel an. Rudi, nimm mal die Rasierklinge oder der Arme weg. So, und ja. Leute, wir gehen jetzt auf die Niemandsland-Karte. Und wie gesagt... Es geht als Bauer Manfred weiter. Ja, und geil, die Karte geht weiter, ich kann weiterbauen. Tschüss. Nee, heute nicht, aber morgen, heute nicht, auf definitiv nicht. So, und hier machen wir jetzt Schluss und Onkel Rüdi speichert jetzt und dann geht er raus und ihr könnt ja die Karte schon mal verlassen, wenn ihr wollt, oder auch drin bleiben, dann schmeiß ich euch so raus. Ich will das ja gar nicht. Schmeiß uns raus. Ich wollte das ja nicht, ich bin ja eigentlich ein lieber Mensch. Ja, ja. Schmeiß keinen raus, aber... Ihr beide seid so hässliche Vögel, ne? Ja, Pascal. Sagt, Marlon, nee, will ich nicht sagen. Guck mal, Marlon ist schon weg. Mhm. Ich warte jetzt auf Onkel Rüdi. Oh, der Zeisel verschwindet. Wenn er kommt. So. Aber ich lasse noch die Mods. Uli, du bist noch in der Party oder haust du ganz ab? Nee, ich bin noch in der Party. Ich muss ja erst Essen machen und dann geht mal nach Marlon gucken. Aber erst gegen mir natürlich was zu essen machen und den Hund versorgen, das ist natürlich wichtig. Und du wolltest Robert gucken. Ja, das mache ich ja nebenbei jetzt. Ach so.
Das mache ich ja nebenbei. Und Marlon, was sagst du meinem Garten? Hä? Was sagst du meinem Garten? Der sieht hammer aus, ey. Ja, ist schön, sieht das immer aus, das stimmt schon. Aber wir brauchen auch eine ganze Menge. Siehst du, wie negativ Nein, Pascal weiß, dass ich das schön finde. Aber Pascal weiß auch, dass wir mit den Slots immer zu kämpfen haben zum Schluss. Das ist immer das Problem. Er weiß, dass mir das gefällt. Marlon, wenn Rudi mit der Aussprache kommt, dann nehme ich Rudi schon gar nicht mehr für ernst. Das ist es ja. Weil Rudi spart immer gerne Slots und ich muss ja auch nachher noch an die Technik denken und wieder nicht wieder Bäume verkaufen, weil ich eben Technik brauche oder so. Das ist ja eigentlich nicht mein Weg. Rüdiger, du bist jetzt noch in der Party, ne? Also ja. Du musst gleich Bescheid sagen, weil ich bin jetzt gerade auf der anderen Niemandslandkarte. Ich möchte da noch Das ist doch in Ordnung. Also wie gesagt, auf der richtigen gehe ich dann gleich dann mit dir, wenn du ankommst. Ja. Ich habe ja noch Marlon, die... Marlon, aber nicht, dass du mir jetzt nachbaust, ne? Nein, Spaß, mach was. Pascal ist da auch da, du kannst erstmal Pascal mitnehmen auf deine Karte. Bitte, was? Ja, warte. Du hast ja so nichts zu tun. Ey, weißt du, wie viele Mods der drauf hat, die total unnütz sind? Nein, ja, eigentlich dann nicht. Dann komm ich da auch nicht darauf, Pascal. Das ist mir doch klar, aber versuchen, guck doch mal nach. Du bist dabei. Warte mal, Bulldozer und so, das kann ich ja runterlöschen. Aber sonst sind alle Mods nur von dir. Aber hier Absperrzäune und so ein Rotze brauche ich nicht. Die deutschen Verkehrsschilder? Ja doch, die habe ich immer drin. Das brauche ich nicht. Die deutschen Verkehrsschilder? Am besten sind immer die polnischen Verkehrssteller. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt schon geändert haben. Die sahen immer aus wie gemalt, die Dinger, als wenn einer die gezeichnet hat. Ich lösche das mal für euch, ne? Dann meckert ihr nicht. Für euch mache ich das doch. Hier Verkehrsschilder, so, tschüss. Aber dann ist die Baustelle weg, ne? Naja, das ist aber nicht schön, wenn du deine Karte schrottest für uns. Das musst du nicht machen. Nee, solange, also ich möchte auch wirklich euch ja hier auf der Karte haben, ne? Deswegen schmeiße ich ja gerade ein paar Sachen, die ihr nicht wollt, runter. So. Ja, das brauche ich alles sonst noch hier. Den Fluglichtanhänger, den brauche ich auf jeden Fall. Sonst habe ich ein Problem. Stromkasten brauche ich auch. Den Weihnachtsbaum brauche ich für einen Weihnachtszauber, den ich hier geplant habe. Da wird der Pascal gleich wieder herjährig. Was? Achso, ich dachte, das wärst du gewesen. Was soll ein Weihnachtsbaum? Was willst du mit dem Müll? Ich mache einen Weihnachtsmarkt. Ich mache einen Weihnachtsspezial. Das ist doch sein Lieblingsding, sein Weihnachtsbaum. Marlon, wenn ich auf eine Karte komme, dann will ich da Felder, einen großen Hof haben, Tiere und hier nicht irgendwie an den Weihnachtsbaum. So, Pascal, ich habe jetzt alle Mods rausgepackt, die scheiße für dich sind. Und jetzt mach mal Multiplayer auf. Mhm. Also ich habe wenigstens versucht. Ich habe noch Palette und Eierpalette. Das ist ja von Rudi alles dann. Eierpalette ist normal, also die hat jeder drauf. Wer die nicht hat, der... Also Marlon, wenn ich jetzt bei dir mehr als 10 Mods laden muss, mache ich das nicht, ne? Sag ich dir schon mal so. Da sind dann nur dann noch Karten. Musst du die Karten auch noch laden? Nee. Ja, das wäre ja noch schön genug, wenn man auf eine Karte jetzt nicht raufkommt, auf eine andere, weil man dann die anderen Karten noch braucht. Das wäre ja noch schön genug. Na, warte. Ja. Ja, sonst habe ich noch Gebäude, weil ich baue ja auch auf andere Maps. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass du einen Mod drin hast, den werde ich mir mit Sicherheit nicht runterladen. Sag es, welchen Mod? Das sind so kleine Häuser, sind das 3 oder 4? Welche kleine Häuser heißen die oder Packhäuser? Keine Ahnung, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Ich gehe doch jetzt nicht in Mod ab, um zu gucken, wie die scheiße Häuser heißen. Bin ich ja in der Stunde erst aus dem Modder wieder raus. Ja, ich mach mal alles raus, ne? Warte mal. Nee, alles nicht, bist du wahnsinnig? Obwohl, warte mal. Na, du kannst die Karte nicht schrotten, denn lohnt sich das ja nicht. So, jetzt könnt ihr, warte, ich geh mal auf Multiplayer.
erstellen. Ey, guck erst, wenn mir mehr als 10 Mods fehlen, sage ich jetzt schon, wäre das nichts mit uns beiden. Weil, Alter, für die 10 Mods, die lade ich mir nicht mehr runter im Modhub, weil der Modhub macht nur Probleme. Ich habe nur die Mods von Rüdi jetzt auch noch. Und durch Rüdi habe ich ein bisschen mehr als 10. Ich habe, glaube ich, nur dann 15 durch. Sag mir mal lieber Bescheid, wann du im Multiplayer bist und auf welchem du bist. Ich bin jetzt auf den Niemandsland. Ja, Multiplayer Deutschland, Deutschland 2. Ja, Deutschland nur, Deutschland. Wird das ja sehen. So, wie heißt du hier? Ich möchte mal gerade den... Unser kleines Hofunternehmen, ach du Scheiße, La Cornella, boah, wer spielt denn die Rotzmap? Ah, Scheiße, jetzt muss ich dann... Jetzt hat er den Namen, PP Nummer 7 genommen, egal, soll er den jetzt nehmen. PP Nummer 7. Ich sehe hier noch gar nichts. Nee, ladet er auch noch. Ich sag dir Bescheid. Dauert nicht lang. Wer schreibt da? PM Berger, warum ist Rüdi offline? Ja, weil er kurz den, weil er seinen Hund füttern muss, sich füttern muss, und den, Dingen sehen möchte. Warum ist Rüdi offline? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Warum ist Rüdi nicht mehr da? Ja, habe ich jetzt gesagt. Genau. Hallo, Jojo, hallo. Ja, ich bin. Rudi ist offline, weil er sich gerade noch, ne, die untere Frisur reinigt. So, mein Gott. Oder besser gesagt, wie du zu diesen Häusern was gesagt hast. Marlon, bist du im Multiplayer drin? Ja, warte, er ladet noch. Oh, dauert das ewig bei dir. Ja, jetzt bin ich drin, warte. Start. Nee, starte mal deine Karte, bei dir geht das schnell. So, jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich drauf. Nein, ich finde dich aber hier unter Namen nicht. Warum nicht? Wie heißt du? Pepe Nummer 7 steht dann da. Ja, Pepe sehe ich hier aber keinen. Hä? Warte mal, ich geh mal durch. Bist du sicher, dass du nicht auf Deutschland 2 bist? Deutschland, ich bin auf Deutschland. Spiel beitreten, Deutschland. Ist hier nichts mit Pepe. Hä? Bist du überhaupt in den Multiplayer rein? Ja, natürlich. Hast du im Multiplayer auch eingestellt, wie viele Spieler mit auf die Karte kommen? Oh, warte mal, Pascal, warte mal nochmal. Ja, Pascal, warte mal ganz kurz, ganz kurz. Hilfe, der vergewaltigt mich. Ja, komm. PM Berger, also der Patrick, mach mal was, sonst ist es langweilig. Ja, ja, ich mach doch grad was. Ich suche ein bisschen, weißt du, Patrick? Ein bisschen, nicht alle so auf einmal, bitte. Nicht alle auf einmal. So, okay, warte. Also, ich gehe jetzt auf Multiplayer. Erstellen. Niemandsland. Mindestens 5 Spieler. Ich schreibe mal Kirmes mal und mal gucken, ob das. Ich gehe auf Deutschland. Und zack bin ich. So. So, Pascal.
Es lädt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ist ein Kumpel von mir online? Er sagte Bescheid, kurz gleich. Es lädt nämlich dann. Kumpel von mir ist online. Eine kleine. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabendtag. Oh mein Gott. Hast du es bald? Malonski, hast du es bald? Oh, so nennt mich meine Oma, Malonski. Woher hast du das? Ja. Keine Ahnung, Malonski. Das ist jetzt ein Multiplayer oder? Lädt noch kurz. Gib mir kurz, gib mir noch 2 Minuten. Echt, dass deine Internetverbindung zu schwach ist, ne? Nein, die ist nicht schwach. Prozent. Komm, mach. Start. Ja, jetzt. Deinem Hof musst du beitreten. Hof beitreten bin ich. So, pass auf, jetzt geht Teilse nochmal Multiplayer-Spiel beitreten. Deutschland. Nix, Pepe. Kirmes Malon, ne? Steht da? Ich habe nämlich den Namen jetzt geändert. Kirmes Malon. Das müsste jetzt gehen. Hier. Ja, ja. Auch steht hier nichts Kirmes Malon. Hä? Ich hab alles durch. Ich verstehe nicht. Hat dein Onkel das sperren lassen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Warte mal, ich starte mal das Spiel neu. Genau, hier kommt man dann zum Hafen. Ja, die Baustelle ist noch da, aber die Hütchen sind weg. Ja, weil ich die jetzt gelöscht habe. Hier steht hier immer noch nichts, Kirmes Malon. Hä? Ja, warte mal, warte mal. Auch bei 1 nicht. Auf welchem Multiplayer bist du überhaupt? Auf Deutschland. Auf Deutschland. Nee, auf Deutschland. Nichts Malon. Multiplayer, nichts. Ah, warte. Was denn? So, jetzt vielleicht. So, was hast du gemacht? Automatisch akzeptieren. Und warte mal, ich hab vielleicht auch. So, jetzt vielleicht, so. Nein, nichts, Kirmes Malon. Geh ja nochmal raus, jetzt hat sich das vielleicht geändert, weil ich hab nämlich automatisch. Alter, wie oft soll ich noch aus dem Multiplayer rein und wieder raus? Ja, das muss doch klappen, hier, ey. Hier nichts, unser kleines Hofunternehmen. Hier steht nichts von. Steht auch nichts von hier. Ne, die Karte ist hier auch nicht eingetragen. Hä? Also hier ist eigentlich alles okay. Ach, da ist er, der Kirmes Malon. Du bist auf der Niemandsland. Ja gut, die Niemandsland musst du extra eingeben.
Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, du musst 10, ja plus, 11, das 12, sind die ja die Mods von 13, Röde. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das hört sich schlecht an. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38. Bis das was wird, ja. Genau 47 Stück, nein, danke. Was? 47 ja. Stück? Ich hab schon ja. alles gelöscht, was geht? Marlon, du hast zum größten Teil Mods bei dir auf der Karte, wie diese orange Werkstatt, wie andere Maschinen, die total verpackt ist, den Rotz würde ich mir nicht mal runterladen. Ja, warte, dann gehe ich nochmal raus und du musst mir das sagen. Nee, ja, das ist ja genau, das kann ich dir jetzt auch sagen, welche mache ich ein. Nee, Marlon, lass gut sein. Das ist doch alles wieder scheiße, ja. Also insgesamt fehlen mir bei dir 57 Mods. Alter, nee, das vergiss mal ganz schnell. Nee, warte mal. Nein, Marlon, sag mir mal, welche Mods von Röde sind. Dann lasse ich die nämlich. Dann das weiß ich doch runter. Jetzt nicht, welche Rudi seine Mods sind. Ja, das mit den Mods ist auch scheiße, ey. Dass man da Mods eingeben muss, um auf die Karte zu kommen, ey. Das ist wie so ein Passwort, ey. Voll scheiße gemacht von Giants. Voll die scheiß Giants-Kacke, ey. Entschuldigung, dass ich das sag, aber ich bin da total sauer auf Giants dann. Ja, also wie gesagt, da kann man auch mal sauer auf Giants sein. Also, dass es so einfach nicht geht. Ich hab noch so viele Mods. Kann doch nicht wahr sein, ey. Nee, warte mal. Mods. Ja, so, dann schmeißen wir den hier raus. Zack. Dann schmeißen wir den hier raus. Zack. Das war ein Drattel. Schmeißen wir den LKW hier raus. Zack. Den Bagger müssen wir drin lassen. Das andere müssen wir auch drin lassen. Zack, das schmeißen wir auch raus. Für Multiplayer müssen wir halt mehr rausschmeißen. Tut mir leid, aber ist halt so. Nee, Marlon, also tut mir leid, sei mir nicht böse, ne, aber... Ich tu gerade mein Bestes für den Multiplayer. Nee, lass mal. Frag mal Rudi, aber mit 57 Mods lade ich mir nicht runter. Definitiv nicht. Und ich glaube, du hast viele Sachen da, die wirklich verpackt sind und sowas lade ich mir nicht runter. Nee, vielleicht versuche es nochmal gleich. Mal und lass gut sein. Ja, das ist blöd gemacht von Giants. Ja, sonst ist hier alles noch von Rüde. Außer... Ja, von Rudi schmeißt bloß nichts runter. Nee. Die Halle, die Maschinenhalle ist ja auch noch von Rudi. Da muss die andere runter. Ich hasse das, dass ich so viele Mods habe. Ich will gar nicht so viele Mods haben. Genau, den schmeißen wir auch mal raus. Den lassen wir noch drin. Alan, lass gut sein. Alter, ey, warum?
Nee, der hat sich immer noch nicht verirrt. So. Den Griffin Scanner kann ich ja drin lassen, ne? Der verursachte dann nichts, ne? Hallo, und ich habe gesagt, ich lade mir keine Mods mehr runter. Ja, jetzt zähle ich nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mache ich das auch weg. So. Ich möchte weniger als 18 haben. Wie schaffe ich das? Ja, der Stromkasten muss dann auch weg. Ja, die Schranken muss ich ja drin lassen. Die Lichter muss ich auch drin lassen. Hat er auch, wie auch. Ja, wir machen mal das Regal weg. Den Waschplatz, den hat, glaube ich, der Rudi auch, ne? Nee, hat er nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Immer noch so viel. Hä? So, ja, muss ich auch den Glas hier runterschmeißen. Es tut mir aber leid. Den muss ich auch runterschmeißen. Ja, sonst, ja, konnte ich nur noch. Jetzt habe ich sogar weniger. Ah, naja, hoffe ich. Warte, ziehe ich nochmal da. Eins, zwei, drei. Und dann wieder da. Ja, müssen wir.
So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, ist das einer? Wir fangen jetzt einfach an und wenn der Rudi nachher dazu kommt, hoffen wir mal. Hoffe ich einfach, weil ich habe jetzt so viel gelöscht. Auch extra für. Ah, jetzt ist die Baustelle auch auf der Karte Let's Shades weg. Aber die Karte haben wir jetzt eh durchgezockt, von daher ja, kann die Karte dann auch weg. Genau, auf der Karte haben wir jetzt durchgezockt. Wir haben ja mal Sechseln durchgemacht. Dann kann ich die Karte auch löschen dann, ne? Lalalala. Genau, was haben wir gestern gemacht? Wir haben ja gestern den kleinen Hafen gebaut. Und wir haben ja, hier wird noch eine Straße weiter, aber können wir mal kurz machen. So. Da da di da da dum 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 da da di.
Ja, gut, Leute. Ey, was sind's? Gülle. Ich wollte auch mal was anderes. Ist besser, wenn man grob hat.
Kriegt er leider nicht hin. Mal und nichts gegen dich, aber 57 Mod ist mir definitiv zu wenig. Ja, aber ich habe jetzt alle rausgepackt. Also die scheiße sind. Und ich habe auch gemerkt, welche scheiße sind. Und die habe ich jetzt alle rausgepackt. Und jetzt glaube ich, habe ich nur noch... Ich habe mindestens das rausgepackt, dass es nicht mehr so viel ist, aber durch Rudis Mods sind es ja immer, finde ich das scheiße, warum es mal mehr wird. Jetzt habe ich nur noch Rudis Mods drauf. Und die platzieren waren Objekte und das war's. Mehr habe ich nicht. Ja, die deutschen Sprachenstelle habe ich jetzt erstmal weg. Mein Mod-Speicher soll bei 29% bleiben. Ja, das ist 29%. Aber weiß ich, und jetzt habe ich auch wieder runter gemacht. Aber... ich finde das voll scheiße, dass es schon so gemacht hat, ganz ehrlich. Das ist doch kein Spielspaß. Das ist ja wie Außenseiter. Man müsste es mal anders machen. Man müsste das Spiel noch mal komplett anders machen. Man müsste für das Spiel ein Update bringen, dass man Mods, dass man auch Leute so machen drauf kann, dass sie nicht diese Mods suchen müssen von jemandem. Aber nein.
Wie gesagt, was soll, ich bin jetzt im Multiplayer drin, ich bleib jetzt auch im Moment drin, weil wegen Rüde auch. Wie gesagt, ich hoffe, dass es gleich bei Rüde geht. Weil ich habe jetzt so viel rausgenommen. Extra für den Multiplayer. Ich helfe dir beim Mod-Speicher aufräumen, so dass du das da ordentlich Platz hast, wenn du Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Warte, dann speichere ich in das Spiel. Dann mache ich gleich weiter. Und bist du eigentlich noch eine Party? Weil ich höre dich gar nicht mehr, Pascal. So, warte. Wo verlassen? Spiel speichern. Ja, bin eben smogen. Jo. So, dann gehen wir schon mal in den Motto. Gucken nochmal, was kann nochmal wirklich raus, was soll. Dann schmeiße ich für den Moment auch noch den raus. Also im Moment ja, also für den Multiplayer schmeiße ich dann mal so ein paar Sachen raus. Er geht auch weg. Oh, da bin ich wieder. Ach, ey, was ist denn jetzt? Jo. Ja, mehr ist da nicht. Nee, den kann man auch noch weg. Ich muss das Spiel mal neu starten. So. Und dann gehen wir mal die ganzen Kategorien. Lass mich warten, ich sag dir Bescheid, wenn ich soweit bin. Dann gehen wir mal die ganzen Kategorien durch und dann kloppen wir mal diesen scheiß Mods runter bei dir. Weil Malo, du hast wirklich viele Mods, die wirklich unnötig sind. Aber die doppelte Garage wollt ihr eigentlich behalten, weil die passt gerade auf Stappenbach so super. Ja, die darfst du ja behalten, das ist ja auch kein Problem. Aber du musst. Wenn sie keine abstreichen. Probleme macht. Die Doppelhalle? Du meinst die. Doppeltür. Mit dem runden Dach da, ne? Nein. Doppeltür Garage von Modding. Von Pisti. VSR Modding. Ich muss den LSR starten. So, jetzt gehst du mal in den Mod Hub rein. Ich bin schon drin. Und dann fängst du an bei Großtraktoren. Dann gehen wir die alle mal durch.
Erst oberste Reihe. Marlon zuhören, oberste Reihe. Also große Traktoren. Ja, Großtraktor. Wir fangen oberste Reihe von ganz vorne an. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt drin. Ja. Oberste Reihe. Ich habe nur einen Traktor hier drin. Welchen? Den Fendt 900 von Rüdiger. Den Fendt, warte mal, den Fendt. Den Fendt 900 Favorit Vario. Ja, und den Akku 1000er Series und den Fendt 800 Vario. Richtig? Ja. Gut. Also nur ja. Rüdiges, nur Rüde Sachen. Also Marlon, pass auf. Du hast bei dir oberste Reihe drinne den Fendt 900 Favorit Vario. Ich habe oben jetzt hier ganz vorne den Deutz. Runter damit, der ist verbuggt. Weg damit. Aber ich habe nichts. Nee, ich habe hier keine Trecker. Also Trecker habe ich nicht. Ich meine, ich habe nur den Fendt 900 Vario von Marlon, Rüdiger. Den Deutz. Den Deutz selber hast du im Spiel. Ja, aber den habe ich ja nicht installiert hier. Gut, bleib doch unten, weg damit. Du hast oberste Reihe, hast du was? Nimm mir nur die Traktornamen. Nimm am besten Sachen hier von oben. Gar keine. Außer Rüde. Gut, pass auf. Nur den Fendt 900 und den Fendt 1000 Series. Jetzt muss ich wieder in Mottab rein. So, pass auf, Marlon. Hör mir mal zu. Ja. Machst jetzt erstmal bitte alles, was du an Mods hast. Also hier. Geh mal, mach das ganz einfach. Marlon. Du hast für oberste Reihe den 1000, den Fendt 900 Favorit Vario. Oberste Reihe. Ganz hinten. Ja, ganz hinten, oder wie? Das ist von der obersten Reihe. Fendt Vario 500? Ja, der ist unten beim Challenger. Den Moment mal, den Fendt 500 Vario. Marlon? Den habe ich ja nicht. Aber du kannst lesen, oder? Wenn ich mal fragen darf. Ja, natürlich. Das sehe ich ja. Hör mir jetzt mal zu. 900 ist das. Der 900 Vario, richtig. Wenn du unter dem 900 Vario müsste ein New Holland sein, ne? Wenn wir beide dieselben haben. Also von der Höhe und von dem Grad her. Nein. Daneben habe ich einen Challenger. Also ich oben drüber. Und Marlon. Ich rede die unterste Reihe. Unter dem Fendt. Der Fendt ist oben. Der New Holland ist die unterste Reihe. Der müsste unter dem 900er Vario sein. Oh, schwer zu sagen. Ne? Marlon, geh mal oben. Du siehst oben diese Konsole mit dem Haken. Konsole mit dem Haken. Wo? Oben in der Leiste. Ach da. Konsole da mit dem Haken. Und dann sagst du mir mal bitte, was du drauf hast, von Anfang an. Also, was ich drauf habe. Von Anfang bitte. Karten auch? Nein, nur Mods. Also, ich habe den TLX 2020 Series. Das ist ein Auto. Von, hatte auch Rüdiger, glaube ich. Ja, den habe ich auch. Die Doppeltürgarage. Doppelte Garage? Runter, weg damit. Die sieht aber schön aus. Weg damit. Was Marlo, hat die denn? Wenn wir aufräumen, dann räumen wir richtig auf. Was hat diese Garage? Weg damit. Marlon, es geht darum, dass bei dir keiner auf die Karte kommt. Rudi lädt sich keine 57 Mods runter. Na gut, weiter. Das ja, erstmal weg damit. Deinstallieren, weg damit. Ah,
habe ich schon. So, dann erst oberste Reihe, erzählst du mir bitte von Anfang bis Ende, was du da alles hast. Paket mit Windkraftanlagen hat Rüde auch. Drauflassen. Ja, Kaffeeshop. drauflassen. Drauflassen. Schweinestall der Zukunft. Drauflassen. Deutscher Kuhstall. Ist das ein weißer mit einem roten Dach? Ja. Weg damit. Oh. Den hat doch Rudi auch, oder? Nein, den hat Rudi nicht. Okay. Okay, dann gehe ich weiter. Ja. Silo King Trailer Line System 1000 4535. Auflassen. NMC Griffin Sammy. Das ist der LKW, ne? Ja. Kannst du runterschmeißen, den hat keiner von uns drauf. Obwohl, warte mal, bevor ich dir falsche Informationen gebe, warte mal bitte. Warte mal bitte. Nein, kannst du runterschmeißen. Den hat keiner von uns drauf. Okay, das Add-on Strohbergung habe ich. Drauflassen. Kuhweide. Drauflassen. Add-on Strohbergung Bonus. Bliblablab. Drauflassen. Straßenschilder. Welche? Die von Was ist Funky. Die von Funky. auf dem ist auf dem Bild von dem Straßenschilder? Die kannst du drauflassen, ja, die hat Rudi auch. Das sind Stoppschilder, Zebrastreifen. Ja, weiß ich, die kannst du drauflassen, die hat Rudi auch. Okay. Westparkdekoration Hills. Drauflassen. Flutlichtanhänger. Flutlichtanhänger. Ja, der Weg kleine. damit. Der Akro 1000 Series. Drauflassen. Fliegel, Großraum, Schaufeln. Fliegel Großraumschaufel? Ja, die hat der Rüde auch. Ach ja, hier die mit dem Besen. Drauflassen. Milch, Viehstall. Drauflassen. Lege-Hennestall. Drauflassen. Eisenbarrierepaket. Das sind die Schranken, ne? Ja. Drauflassen. Okay. Lizard Trex 600. Dieser Track 600, was ist denn das? Das ist ein Fahrzeug. Das ist der die Bäume wegmacht. Ja, drauflassen, wichtig. Eierpalette. Drauflassen. Güllesilo. Drauflassen. Dieseltank. Drauflassen. Regierungsschild natürlich Drauflassen. drauflassen. Lehmbinderhallen. Nein, Binde halt drauflassen. Ja, ich habe New Holland, aber der ist da für immer, ne, drauf. Den habe ich bekommen. Welchen New Holland? New Holland 16 Blue Power. Ja, gut, den kannst du drauflassen. Ursus T. Muss da näher rangehen. TI ein nee, TI 27. Warte mal, T Ursus. 127, glaube ich. Sonst kann ich keine Ballen nehmen. Hä? Ursus was? Ursus T 127. Was ist das? Von Giant Software. Da können Ballen drauf gelagert werden. Das ist eine Ballendingens. Die nimmt die Ballen auf von Feld. Ballensammler. Ja, kannst du Acht. drauflassen. Deaktivierung der Kamerakollision. Drauflassen. Platzierbare Bodenschädigungen. Drauflassen. Bunkersilo. Welches?
Von RB Modding. Warte mal. Warte mal, ich muss mal durchgehen. Kannst du drauf lassen? 60 mal 30 Geräteschuppen. Drauf lassen. Holzstütze. Weg damit. Ja, da rührt ihr doch auch. Nein, wenn der Rudi die hätte, dann wüsste ich das, weil dann hätte ich sie nämlich auch. Lizard, also Lizard, Untergrundlocker. Auflassen. Flutlicht und Straßenset. Drauflassen. Maschinenhalle. Ist das die große? Ja, die große. Mit den Toren meinst du, ne? Ja. Auflassen. Fendt 900 Favorit Vario. Auflassen. Getreidesilos Z. Mit Multifrucht. Multifrucht? Ja, drauflassen. Ja. Lizard BGA. Lizard BGA, ist das die kleine? Ja. Nee, das ist die normale, da steht jetzt nicht klein hinter. Das ist die Mod BGA. Ja. Ja, drauflassen. Field Creator Pack. Drauflassen. Hochleistungsscheinwerfer. Hochleistungsscheinwerfer? Pack, Augen. Ja. Das Augen ist der, den Röder auch hat. Ja, ich muss mal kurz vergleichen. Ja, Scheinwerfer. Drauflassen. Ja, drauflassen. MF Shit Pack. MF Shit Pack drauflassen. Multikaufstation. Multikaufstation drauflassen. Dövelsdorf. Dövelsdorf? Was ist denn das? DFZ3. Was ist das? Hat Röder auch. Dövelsdorf? Warte mal, lass mich mal gucken. Von Fairtex Design. Ne, ich muss nur gucken, was das für Mod ist. Lalalala. Drauflassen. Warte mal, ich muss mal gucken, was das ist. Ah. Ja, kannst du erstmal drauflassen. Oh, jetzt verbissen. Okay. Warte mal, gleich wieder auf die Mutter. So. Du warst bei Dövelsdorf stehen geblieben. Okay, jetzt kommt ein Bagger. Lass mich raten, es ist der Lieber. Nein, es ist der Case 821G. Ist das ein Orange? Weg damit, der ist verbuggt, die Schaufeln haben keine Kollision. Nee, warte mal. Es ist, warte mal. Case 821G, das ist ein Radlader. Drauflassen. Scheiße, jetzt habe ich den gelöscht. Nee, ich dachte, ja, du findest ihn ja unter Radlader wieder. Das ist kein Problem. Ich dachte, ich habe verstanden, mal dieses komische Bagger da. Das ist ein Radlader, kein Bagger. So, jetzt bist das du schuld. Jetzt bist du schuld. Jetzt bist du schuld. Nein, passiert. Ja, gut, nee. Hä? Nee. Nee, jetzt nicht dein Ernst, oder? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal. Ja, ich muss mal kurz